Heidi ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Heute ist wieder Dienstag und wir zocken Baldur's Gate weiter. Ich hab Bock, die Jungs sind alle da, wie man da auch, sehen könnte nicht. Man kann ja auch ins Spiel gehen und die Jungs wären nicht am PC. Aber wir sind alle da und zocken weiter. Sind ja letzte Folge, so wie gesagt, ins neue Kapitel gerade drin und da haben wir ja aufgehört. Und jetzt machen wir an der Stelle weiter. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Der Schachschaulin ist, glaube ich, schon wieder am gucken, wo wir unseren Shit verkaufen können, weil wir sind ja schön überladen alle. Dann schalte ich gleich mal um. Sonst hoffe ich natürlich, euch geht's gut, meine Lieben, dass ihr alle gesund seid und wenn nicht, genießt schnell. Und wenn irgendwas mit Bild und Ton wieder nicht hinhauen sollte, dann sagt auf jeden Fall gerne Bescheid, dann versuche ich das zu ändern. Gut, ich glaube, dann haben wir mehr oder weniger alle durch. Im Stillen. Hätte ja auch mal Musik oder so anmachen können oder die Spielemusik. Aber hat er wieder verpeilt? Na gut. Ich mach mal die anderen an. So, da sind wir. Heidi ho! Hallo. Jep, jep. So, David. Jep, jep. Schwipp, schwapp. Wir flirten, ohne was zu sagen, oder was? Ne, wieso? Ihr beide seid im Lager, ne? Wir sind alle im Lager. Nee, David steht hier. Ja, ist aus dem Lagergebiet, Paldos. Seid auch Lager. Ich stehe. Ach nee, ich bin auch im Lager. Ja, ich habe einfach so bloß den Turm gesehen und runtergeguckt, aber das macht dann auch Sinn mit den Klamotten, die sie anhat. Ja, stimmt, das ist mir dann auch im Nachhinein auch aufgefallen, ja. If not over, then through. Ah, du meintest Alter. Jetzt, Schaschaulin, dass wir da nix verkaufen aus? Nee, im Lager haben wir keinen. Hier ist leider keiner zum Verkaufen. Ich aber denke, wir müssen ja erstmal pennen gehen und dann können wir in die neue Welt. Wenn wir jetzt halbwegs. Wenn wir halbwegs, ja? Na, wir sind ja jetzt halbwegs nur überladen und nicht schwer überladen. Dann sollte das eigentlich passen, dass wir hier schlafen gehen können. Und dann kann ich auch wieder dieses Elixier trinken, wenn wir jetzt immer gepennt haben. Bis zur nächsten langen Rast und dann sollte das eigentlich passen. Jetzt sind wir ja mehr oder weniger, mehr oder weniger ist ja so gezwungen, halt schlafen zu gehen, ne? Ja, genau. Meine Frage ist, wollen wir denn trotzdem erstmal ein paar Sachen in unsere Kisten machen oder wollen wir erstmal auf gut Glück einen Händler vielleicht finden? Ja, ich würde erstmal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier schlafen haben. Ja. Die ganze Besitz ist weg. Nein! Nein! Ja, das ist ja die Frage, wir kommen ja jetzt hier aus dem Lager ja nicht so wirklich raus. Nee, wir müssen wirklich pengeln, ja. Ich habe gehört, wir müssen schon wieder schlafen gehen. Ja. Also, flirtest du schon wieder mit deinem Toaster, oder was? Schon wieder Zungenküsse. Elektrisierend. Ist halt ein heißes Gerät. Oh Gott. Ich denke, Gerät schläft niemals. The events of the last days denkt auch an seinen Toaster. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The absolute Toaster, ich dachte, du meinst meinen Mixer. But an elder brain controlled by the chosen so of the dead Knöpfe. Three. Dieses Edelstahl, ich kann mich spiegeln. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the dream visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest, orchestrated by the gods of death themselves. Kühlschrank. Together, you have the power to thwart the dead three. Wie definierst du this path to its end, the Elder Brain will not answer to the chosen. Also muss Strom it haben. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Du kannst auch eine Gabel sein, wenn du möchtest. Ja. Dann bin ich der teuerste Küchenmesser der Welt. David, du redest mit dir selber. Hm.
eigenen Zweck oder ich hole den gerade? Teleportieren. Zweitens ist geil. Die Auserwählten haben versagt, aber echt, wer die Welt beherrscht. Also ich tendiere eher zu spontan. Wo ist denn spontan? Weiter. Oder? Mach. Beim Hauptmann. Er träumt ja nicht. Selbstgespräche. Cool, dass seine Stimme in ihm eine Frau ist. Ah! Okay. Okay. We're under attack. Fight your way to the portal. I need your help. Ja, wir werden jetzt angegriffen. Was haben wir von Manus? Wenn ihre Stimme befehlend. Mhm. Alter, wo stehen die Gegner denn überhaupt? Der ist direkt neben uns. Schaden, da oben ist einer. Die ist da. Boah, haben die auch schon alle Schaden bekommen? Oder da müssen wir vielleicht wieder einfach... was mit zu tun? Vielleicht, ich hab vielleicht müssen wir eigentlich... Aber nee, aufs Portal. Wir müssen durchs Portal. In drei Zügen. Steht rechts unter der Karte. Ja. Ganz dick. Ganz dick würde ich nicht sagen. Okay, also einfach hinsprinten, oder was? Nehmen wir mal an, dass wir die auf dem Weg töten müssen. Jetzt kommen wir nicht hoch. Außer wenn du an die vorbei hüpfen kannst. Die haben schon New Power, die Leute. Drei Züge wird knapp hier, oder? Egal, wir brauchen wenn Alex jetzt da vorne steht. Spurten, ja. Scheiße, dass wir jetzt hier nicht wirklich schlafen konnten. Haben wir jetzt hier pennt, oder? Na, ich habe meine Skills alle voll. Na, ich hatte sie davor ja schon voll. Okay, naja, dann Achso, ich kann ich kein Elixier mehr trinken. Oder? Ich hab's auch ja nicht bei. Brauchen Sie Hilfe? Nö. Ja, wie lange will der noch angreifen, ey? Da kommt schon Alter. Der nächste. Immer noch nicht? Oh, jetzt könnte er, glaube ich, dass ich zu viel Schaden nehme. Alter. More are coming. Hurry. Or we will all become thralls. Eigentlich, warum mache ich es mir nicht einfach, ne? Weil einfach ist. Oh, okay. Bin da, Renno. Nee, von hier oben kann ich auch besser angreifen. Glaube ich nicht. Ich glaube, du wirst einfach nur am dichtesten dran sein. wie viel hat der noch? Okay. Was haben die denn eigentlich für... Okay, nichts. Nichts. Und nichts. Also man kann mit allem angreifen. Wird kurz schwer, Alex nicht zu treffen. Ja, dann mach keinen Flächenzauber. Baller sie einzeln weg oder so. Ja, ich würde jetzt erstmal ein Spell auf die 36. Ja, mach doch. Ich kann ja auch danach noch angreifen. Das war ja Kinderkacke. So. Könnte jetzt Alex unverwundbar machen, wenn er möchte. Für 10 Runden. Das halt mir nicht angreifen und Flächenschaden können, Flächendinger. Oder ich heile dich. Aber ein Zauber für 10 Runden bringt jetzt nichts. Wir müssen ja bis 3 Runden geschafft haben. Dann heile mich lieber.
Die 27er, die ist ja auch noch dran, ne? Wäre gut, wenn du die 27er killen kannst, Tyler. Mhm. Weil dann ist Yuzu nämlich gleich dran. Welche ist denn die 27er? Die da. Alles klar. Ah, die, die direkt nach mir dran ist. Genau. So, gucken wir mal. Kann Yuzen gleich mal da ihn wegklatschen. Frage ist jetzt, dass du da so nah am Portal stehst. Das Portal ist ja auch noch nach uns dran. Das ist die Frage, was das Portal macht. Ja, ob da jemand rauskommt aus dem Portal noch, ja. Weil ich weiß ja, also ich schätze bloß, dass das halt wegen den drei Zügen da oben angezeigt ist. Aber ja, ich hätte mich auch noch ein Stück zur Seite stellen können. Da kannst du doch noch. Ne, laufen kann ich nicht mehr, Digga. Achso. Bin ja leider, die Idee kam ja mit dem Teleportieren, nachdem ich gelaufen bin. Achso. Und ich glaube, das siehst du auch immer bei Zug beenden in der Ecke, wenn da kein gelber Streifen oder orangener Streifen mehr drin ist, dann kann man auch nicht mehr laufen. Mora coming. Hurry, or we will all become thralls. Wir haben eigentlich erst nur den Kampf, weil David einfach nicht starten wollte. Gut, ey, voll von oben nach unten. Geht's hier noch? Ah, das ist da jetzt. Stand der schon vorher da oben oder kam der gerade aus dem Portal raus? Nee, der kam gerade aus dem Portal raus. Ja. Na gut, aber sollten wir es schaffen. Gut wäre, wenn halt bloß alle immer so weit laufen, wie sie können. Ja, das ist klar. Aber Alex kann jetzt. Es sind nur noch zwei Züge. Alex, du könntest noch ein Stück um ihn rumlaufen. Dich, ohne dass er dich hittet. Leute. Ja, mehr geht nicht. Kannst du ihn nochmal hauen, ne? Oh, schade. Könnte er. Kannst du noch ein Stück laufen oder zuschlagen, Jürgen? Ach nee, du bist noch nicht dran. Hilfe, ja. Ja. Schade, dass ich danach nicht machen kann. Hurry, or we will all become thralls. Er rastet ja komplett aus, da der Typ, ey. Ja, du bist wohl ein harter Nahkämpfer. Er kann einfach viermal zuhauen. Oh, David, du bist dran. Der Idiot. Hast du dich letzte Runde gar nicht bewegt, David? Ja, doch, ich bin vorgelaufen. Stand ja ganz hinten. Könnten wir weiterlaufen, wenn wir nicht überladen werden? Ja. Ja. Ab ins Bett. Na gut, dann sind wir auch. Wenn man Sachen rauswirft, ist das eine Aktion, ne? Ja, das hätten wir vorher machen sollen. Jo. Hey, ich weiß nicht, ob ihr das noch schafft bis zum Portal. Wenn David gerade mal bis zur Treppe kommt, dann schafft der nächsten Zug doch nicht bisher rauf. Wenn ich nach vorne laufen kann, kann ich da hochspringen. Okay. Wir müssen doch gar nicht, glaube ich, außen rumlaufen. Da ist die Frage, was ich jetzt noch für ein Spell mache. Der Rest ist alles nur Flächenspell und dann ist die Umgebung kacke. Er schießt eine giftige Gaswolke. Das bleibt auch wieder hier. Was anderes? 6 bis 13 Blutung. Das kann ich nicht, oder? Kann ich anlegen. Shit. Aber kannst du denn überhaupt springen, wenn du überladen bist? Das wurde mir angezeigt. Springen kann man aber halt viel weniger. Okay. Ey, die mit den komischen... Hör auf!
worry, or we will all become thralls. Ist jetzt die Frage, rette ich jetzt euch den Arsch und ich krieg von ihm weiter Packung oder greife ich ihn lieber an? Wenn er vorne steht und du ihn weghauen kannst, dann haut den jetzt weg. Ja, obwohl der hat noch 54 und der wird wahrscheinlich wieder volle Kanne auf Alex gehen. Ja, die Frage ist, was ich dafür... Hau den unten weg. Das schaffe ich auch nicht, Diggi. Guck doch mal, wie viel Leben die haben. Naja, aber hau auf den unten drauf, weil dann kann Alex den töten und geht vielleicht nicht sofort doof. Na, dann hoffe ich, dass ich die nächste Runde auch überlebe. Naja, davor bin ich nochmal dran und Dings ist nochmal dran. Und wie viel Leben hast du? 35. Könnte ich auch nochmal heilen, wenn Alex da dann in Sicherheit stehen sollte. Hä, warum komme ich nicht ran? Verarschen? Ich habe den daneben doch gerade eben auch. Ich komme nicht ran. Kannst du nicht diese drei Feuerstrahle da machen? Ja, na, wollte ich ja gerade, aber... Ach so, er hat hier noch den Nahkampf drin. Oh, ich treffe ihn aber echt schlecht. Ja, Jusen, hau ihn mal um. Vielleicht hast du dann irgendwelche Vorteile. Hau ihn mal, Jusen. 36% ist nicht gut, ey. Ja, ich hab aber auch... Das liegt auch wieder an dem... An dem Boom, also hier nicht an dem Boom, also hier an dem Hieb, auf den wir haben. Da ist Intelligenz, Weisheit und Charisma minus 2. Okay. Das merkt sich, merkt man halt bei den Spells. Nein. Vielleicht noch ein bisschen so. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach links laufen, weil dann kannst du da gleich hochjumpen. Danach. Ja, aber der greift mich dann an, wenn ich nach links laufe. Das war die einzige Stelle, wo er mich nicht angreift. Achso, na dann bleibt da. Aber ihr werdet das im nächsten Zug. Also, ich bin mal gespannt, wie ihr das bis zum Tor schaffen wollt. Ihr habt da nur noch einen einzigen. Also ich denke, wir müssen das vielleicht nochmal neu lernen in die Geschichte. Ja, komm, wir probieren es jetzt. Ja. Mach fertig oder greif an. Ich kann es schon angegriffen. Ne, ja, mach fertig. Ist doch! Ja, das Pfeiler angreifen und dann. Na, okay, scheiß drauf. Ja, war für den Arsch. Ja, let's go. So. Will ich es überhaupt schaffen? Ich schaffe es nicht mal bis ins Tor rein im nächsten Zug. Müsste mich die nächste Runde teleportieren. Na, oder schubsen und spurten. Du schubst ihn dann nicht. Ich komme ja an dem hier vor mir nicht vorbei, das ist ja halt das Problem. Doch, wenn du ihn schubst, dann liegt er. Dann kannst du vorbei rennen. Nee, den schubsen kannst du ja, aber verbraucht schubsen nicht irgendwas. Fehlgeschlagen. Schade. Weil er zu athletisch ist. Jo, na dann gucken wir mal, wie ich auf die Fräse kriege. Oh, noch einer. Gott sei Dank. Und der kommt runter zu euch. Ja, das war auf jeden Fall die falsche Taktik. Wen greift er an? Für mich ist egal. David. Okay. Du liegst. Das ist nicht gut. Okay. Ja, ja, kann ich nicht so weit laufen. More are coming. Hurry, or we will all become thralls. Wir alle versklavt. Er ist halt hauen weg. Hurry, or we will all become thralls. Bin ich jetzt auf Nummer sicher, ja. Dass ich ihn noch auf jeden Fall wegbämse. Ah, scheiße, ich lese natürlich auch gerade. Die Distanz beim Springen ist auch halbiert. Also ich weiß. Was meine ich ja vorhin? Komm ich an die da hinten jetzt noch rein? Also wir haben eh ein Riesenproblem, auch wenn wir den Kampf neu laden. Wir müssten halt erst das Übergewicht loswerden. Ja, ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir in den Kisten einfach verstaut. Dieser Winter machen wir uns erstmal leer. Haben wir uns so unnötig schwer gemacht. Ja,
war ja alles ein bisschen anders geplant. Ich wusste nicht, dass jetzt hier so ein Kampf auf einmal kommt. Im Lager. Ja, vor allem ist es ja auch keine Sau hier, die noch angreifen könnte mit uns. Da ging er down. More are coming. Hurry! Or we will all become thralls. Na, wir gucken erstmal, was gleich passiert. Was wird Jusen tun? Kannst du wieder hochspringen, Jusen? Juhu! Wenn unsere Dings nicht halbiert wäre, dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Wir könnten echt wenig laufen. Ja, das ist voll. Wenn wir im Lager sind, schmeißen wir halt erstmal alles in die Truhen drin und dann können wir den Fall wieder starten. Ich will mal wissen, ob ich ihn schubsen kann. Räum doch lieber. Ich ihn doch lieber. Geh doch nicht, wegen Springen habe ich gerade gesehen. Bim, bim. Nice, du hast mich, bei mir hast du dich gar nicht bewegt. Ja, ich bei mir mich auch nicht. Bei mir hast du dich bewegt. Ja, bei mir hat man es auch gesehen. Kannst du einfach an ihm vorbei dackeln? Nee, nee, nur bis hier. Dann greift er mich an. Kannst du um die Leute herumlaufen. Your stomach drops. Your chest constricts. Your thoughts begin to splinter. Jetzt alle tot. You are found. Now you hear me. Now you yield. Niemals. Ich wusste, das ist Cthulhu. Hm. Oh, du kannst fliegen. Cool. Moment. Sieht nicht so gesund aus. Jetzt in den Enter. Oh. Oh, oh, wie hübsch. Oh, nice. Okay. Also, eigentlich gefällt es mir jetzt besser irgendwie. Was bist du? Man muss sich nicht mehr rasieren. Join me. Throw. Bist aber ein Sklave oder so. Ja, aber die hatten ja ihre eigenen Raumschiffe. Du hast dich ihr ergeben und bist Teil des großen Ganzen. Okay, Spiel durchgespielt. Naja, war ja schön. Aber guck, seht ihr das im Hintergrund auch? Wir sind. Ich habe 87 Leben und wir sind. Ja. Wir sind in einer Meta-Ebene da irgendwo. Ja, aber wir hätten. Oh, ich bin jetzt. Ich habe auch mit dir geklickt, Leute, ist das schon? Ja. Toll, jetzt kannst du nie wieder mitspielen. Jetzt bist du raus. Muss einfach wieder reinladen, Jusen. Jusen, du weißt, was das kostet. Bierchen kriegst du. Schon fast ein Kasten jetzt, oder? Ey, ich hab ihn am Samstag ein bisschen zurückgegeben. Ja, ja. Du hast, ich obwohl, bin jetzt bei du hast sogar ein. Du hattest, glaube ich, noch einen gut. Ich hab, glaube ich, 3 Bier getrunken. Na, siehst du, dann lass mich noch bitte nochmal ein. Wo stehen denn unsere Kisten? Jetzt haben wir hier wahrscheinlich. Have seen everything. Doch, die haben wir vorhin schon gesehen. Die gibt's auf jeden Fall. Hopperbum. Achso, ich kann mich gar nicht bewegen. Dann kann jemand an die Kiste gehen und dann in sieben Sachen rein. Wo stehen die denn? Ah, hier draußen. Hier hinten. Du läufst richtig komisch bei mir beide irgendwie. Alter, ja gut, ich habe die ganzen Ritterrüstungen bei, die bringen. Das hintere Symbol bei den Dingern sind 400, bringen die? Und Alex war vorhin auch hier unten? Wo ich gerade. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Peter, komm mal zu mir. Irgendwie, du wärst richtig komisch bei mir. Ich bin hier unten. Ja, ich bin dabei. Beobachtest du mich oder was? Du bist bei mir, du läufst hinter mir her. Ja, Peter, bleib mal kurz stehen, bitte. Bin wieder da. Ist sonst noch jemand oder bin ich der Einzige, der es so sieht? Peter, guck mal ganz kurz in meinen Stream. Richtig seltsam.
Als wenn du klettern würdest, glaube ich. Ja, sieht aus wie eine Kletteranimation. Leiter runterklettern oder so. Ist sehr komisch. Was ein Scheiß. Kleiner Klettermax. Achso. Ja. Richtig kleiner Klettermax. So. Geh mal in die Kiste und mach erstmal leer, dann könnt ihr mir das erstmal alles bei mir reinballern. Okay. Damit wir erstmal leichter werden. Ich hab den Kreis gedreht. Da. So. Let's have a look. Jo. Ihr könnt gerne bei mir alles reinballern erstmal. Von euch. Braucht ihr nicht extra zu den Kisten laufen. Müssen wir irgendwann mit Alex große Verkaufstour machen. Ja, ich hab Ritterrüstung gefunden. Die... Ja, ich hab auch Ritterrüstung. Die sind 400 wert. Na, aber nicht beim Händler wahrscheinlich. Achso, und das was da angezeigt ist, ist nicht immer so? Nee. Ja, schade. Voll, bis er Platz. Passt. Na, ich bin jetzt gut leer. Passt. Din, din. Udi. So. Sind denn alle so weit leer? Müssen wir noch mal zu meiner Kiste einmal. Weil dann. Macht der bei euch Pfeiler auch oder bin ich der Einzige, der es so sieht? Das die ganze Zeit immer. Schön, die ganzen Bugfixes, die sie bei dem großen Update rausgehauen haben vor, weiß jetzt nicht wie vielen Tagen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es sind wieder mehr drin. Ich würde sagen, wir stellen uns vielleicht schon mal ein bisschen in diese Richtung hin. Und wir müssen ja schlafen, Josi. Ja klar, aber es reicht, wenn einer aufs Bett klickt und wir müssen dann nur ja klicken. Oh stimmt, dann kann ich mich ja gleich hier oben positionieren. Können wir vorher oder? Alex... Ich denke ja. Nee, die Elixiere musst du danach nehmen, weil wenn wir richtig. Jetzt pennen, dann sind die weg. Stimmt, stimmt. Kann aber sein, dass wir danach eine lange Rast machen müssen. Keine Ahnung. Ah, dann könnte ich mich hier ja aufs Dach, wo die Olle war. Achso, soll ich jetzt eine lange Rast quasi. Soll ich jetzt erstmal kurz speichern, oder? Ja, speicher bitte auf jeden Fall. Ja. Aber können wir nicht oben einfach stehen bleiben für das? Na, einer muss ins Bett. Das müsstest du dann wahrscheinlich wieder sein. Nee, ich mach das. Achso, dann stelle ich mich auch schon mal hier oben hin. Na, oder Pyla, weil der sich teleportieren kann. Na, ich kann am meisten laufen. Ich treffe aber besser von hohen Positionen, David. Das bringt auch nicht sehr viel, unten zu stehen. Ah, okay. Okay. Ich kann am meisten laufen von uns. Ich habe die höchste Bewegung. Ja, aber das Portal entsteht ja hier oben bei uns. Das meine ich. Ja, ich kann doch aber da. Bis da oben komme ich hin. Mit meiner Bewegungsrate in einem Zug. Achso, okay, gut. Aber mal, hier unten stand doch auch gleich einer. Also, ich würde sagen, wir machen erstmal den Weg frei für Shaolinchen. Ne, die standen alle hier oben. Jusen. Sicher? Ja. Okay, das funktioniert alle da. Schon mal. Da stand einer. Da stand einer. Ich versuche mich mal zu verwandeln. Da stand einer. Die sind gleich dann hingespurtet, okay. Ja, die sind gleich zu mir hier nach unten gespurtet, ja. Bleib schön hier und auch mal hin. Also glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber... Mit einem werde ich ja fertig. Na, gucken wir mal, wa? Einen schaffe ich schon. Ja, na, dann auf die Plätze fertig, los. Ist doof, dass du dich jetzt wieder in einen Eulenbär verwandelt hast, David. Ich will probieren. Ich kann mich 2-3 Mal. Ja, das ist richtig, aber du hast jetzt wieder das Amulett an. Stimmt! Dann. Du solltest mir das vorher sagen. Ja, wie soll er dir vorher sagen, wenn man mit sowas nicht rechnen kann, dass du das jetzt tust? Ich hab gesagt, wenn du mich dass er jetzt zum Eulenbär geht. Sich zum Eulenbär machen will. Ah. Ich hab Alter, mach den Erinnerungen ins Handy, die um 19 Uhr am Dienstag und am Donnerstag dich erinnert.
Jetzt die Frage, ob der Fight kommt, wenn wir jetzt das gleiche wieder nehmen. Kannst du mal was anderes nehmen? Wollen wir beides Geld retten? Ja, los. So will ich hier nicht abtreten als Sklave, nee. Hat Frodo den Ring in den Vulkan geschmissen? Also. Ist die Frage, wollen wir die Welt beherrschen oder wollen wir sie retten? Na, wir beherrschen, also wir retten sehr in dem, was wir beherrschen, oder? 2 oder 4? You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Okay, das haben wir ja schon alles gesehen. Ja, ganz gerne skippen. We're under attack. Fight your way to the portal. We're under attack. Siehst du, wir sind hier da unten, scheiße. Und ich bin kein Eulenbären, aber ich habe meine Aufladung wieder. Schön. Also ihr könnt definitiv weiterlaufen. Okay, jetzt bin ich nicht vorne. Warum bin ich nicht vorne? Ne, David ist vorne, keine Ahnung. Vielleicht weil du schlafen? Naja, komm. Na egal. Ist die Frage, soll ich mich jetzt verwandeln? Mal, weil dann kann ich auch weiter springen. Obwohl, wenn ihr Heilung braucht, ist vielleicht Verwandlung nicht ganz so gut. Wie gesagt, ich porte mich hier oben gleich wieder aufs Dach erstmal. Na, ich überlege mir so, es würde auch reichen, wenn die liegen. Wir müssen nur durch das Tor rennen, oder? Wir müssen eigentlich nur durchs Tor, ja. Wir müssen gar nicht kämpfen, theoretisch. Das weiß ja auch nicht, ob die jetzt was Brauchbares wärst, dabei hatten. Und die umhauen kannst, dass sie liegen, dass wir vorbeirennen können. Nee, ich habe bei denen gelootet, da war nichts drin. Dann lohnt sich der Kampf ja eigentlich kaum. Höchstens für die EP, aber wir haben ja leider nur 3 Züge. Ja, aber die waren ja leicht zu killen, also guck mal, wie weit wir jetzt laufen können. Das heißt, den ersten Zug bis nach vorne hier laufen, den zweiten Zug bis nach oben laufen und den dritten Zug. Ah, shit, den dritten Zug müssen wir springen. Aber wir kommen so oder so nicht von der. Oder? Du musst einfach doch, ich glaube, der Plan ist, einfach dahin zu rennen. Gar nicht kämpfen. Versuchen, die irgendwie bewusstlos zu machen oder abzulenken. Oder wegzuschubsen und dann weiterlaufen. Genau. Deswegen die Idee mit dem Eulenbär fand ich gar nicht so verkehrt. So. Der hat die haben irgendwas gegen dich, Alex. Hast du die mal bestohlen oder so? Wahrscheinlich. Cool, dass ich jetzt liege. I can't do this without you. Jetzt will er dich von hinten. Ja. So. Ja. Mach ich ihn jetzt komplett tot. Wenn ich jetzt hier irgendwo aufs Dach teleportiere, habe ich auch wieder. Ich geb Bams, Junge, Alter. Die Kamera richtig reingezoomt, ja, aber Keule auch. Brutality. Finish him. Yeah. Oder ein B-Bality. Gab's ja auch noch. Er haut mich nicht nochmal, der kleine Stricher. Sag, man muss halt teleportieren zweimal benutzen, ne? Wenn ich mich irgendwo rauf teleportiere, ich komme ja nicht mehr runter dann. More are coming. Hurry! We will all become thralls. Aber reicht es nicht, wenn einer da ins Portal geht? Das habe ich mich vorhin auch gefragt, aber Pilar war halt tot und. Ja, das ist richtig, aber wenn er jetzt quasi sich da oben hin teleportiert. Na, so weit komme ich gar nicht, ich muss erst ein Stück laufen. Na gut, aber da ist jetzt oben keiner mehr. Obwohl gleich kommt. Ah, gleich spawnt er wieder. Gar nicht schlimm. Wir können ja hier unten noch ein bisschen EP farmen und Pilar geht oben ins Portal. Mhm. Also soll ich mich jetzt aufs Dach teleportieren oder doch unten bleiben? Also hier hin oder da nach oben? Safer wäre aufs Dach, glaube ich. Ja, aber der kommt dann nicht so gut ins Portal, oder? Na, er kann ja nochmal teleportieren und danach laufen. Im Notfall springe ich sonst. Ist auch egal. Dann verliere ich vielleicht 20 Leben, dann ist das so. Ja, ich würde zu den 39er gehen, ja? Die Treppe hoch. Ja, hau rein. Die ist sowieso als nächste dran. Und wir schlafen danach eh, also kann ich hoffe jetzt theoretisch noch einen dicken Zauber auspacken, dann geh noch nicht hoch. Wir haben ja gerade geschlafen, also kannst du schon. Nee, wir haben noch nicht geschlafen, du hast noch nicht geschlafen, David. Da stand doch, der ja, Schlaf dann, sei dir nicht gegönnt. Ja, aber bei mir war meine Aufladung für meine Tiergestalt wieder resettet. Ja, ich kann es nicht sagen, bei mir war alles von vornherein voll.
Ja, aber wie gesagt, bei mir hat es sich aufgeladen. Obwohl, da steht auch Kurzfrist. Hat auch eine Kurzfrist. Oh, du Hundus, Alter. Okay. So, was können wir jetzt machen? Das wäre voll verschwendet eigentlich. Achso, warte mal. Nein, ich kann nicht mehr zurück, schade. Doch, ich kann nicht mehr. Wie weit kann ich laufen? 75. Bis hier würde gehen. Entschuldigung. Jusen, meisten meiner Angriffe sind Flächenangriffe, ne? Wäre schön, wenn du gewartet hättest, bis ich meinen Zug gemacht hab. Na, dann bleibt wieder nur der eine Angriff. Warte, vielleicht haut Jusen weg. Oder? Nee, ich wollte mich nur Richtung Porto weiterhin bewegen, sorry. Kannst du jetzt noch angreifen, oder? Ich hab doch schon angegriffen. Das war die Frage. Perfekto! Ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Na, beweg dich so weit ran, wie du kannst. Oder spring, wenn du noch springen kannst. Nee, springen geht nicht. Du musst 3 Meter Opfer. Voll. Dann lauf ein Stück näher ran an die. Dass du da im nächsten Zug springen kannst. Kommst du hier ran? So. Dann müssten wir jetzt beenden und dann müssten wir gleich durchs Portal kommen. Einer. So, Alex, du kannst auch angreifen, wa? Ich kann den angreifen, ja. Ey, die Musik auch aus dem Spiel, ne? Und man hört sie bloß ganz leise dümpeln. Also ich hoffe, ihr hört das auch da draußen, Leute. Aber die Musik ist so geil. Nee, also, ich weiß nicht, die passt so mega. Also das ist wie bei Fluch der Karibik-Musik oder so aus so bestimmten Filmen, die man auch geil findet, die Filmmusik. Das ist... Kannst du den angreifen? Ich könnte den auch angreifen, ja. Ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Wer kann euch erst helfen, wenn die beiden einen Zug gemacht haben auf eurem Zug. Kannst du jetzt nochmal angreifen? Oder dann... Jo, 15, David! Ich weiß schon wieder nicht, was er tun soll. Kannst du nicht mit deiner Nahkampfkeule einmal zuhauen? Hast du ja, keinen Standardangriff, der mehr als 15 Schaden macht? Nicht im Nahkampf. Ui, okay. Der Zerfleischen macht bis 13 und macht da 2 Blutung drauf. Könnte ich machen. Sehr ein Glück. Perfekt. Hilfe und Blutung. Ja, okay. Ich bin fast tot. Ah! Nein! Naja, aber wenn er dran ist, dann müssen wir umfallen. Aber er ist betäubt, ich kann weglaufen. Ja, ja. Ich auch. Dann lauft so weit wie er kann. Ist auf jeden Fall down, ja. Ja, nö, ist ja noch jetzt gut tot sein. Ja. Ist er tot? Nee, er steht. Achso, ist noch nicht dran. Mann, was ist denn los mit denen, Alter? Oder die mögen einfach keine Zwerge, ich weiß es nicht. Ja, der ist gut, ja. Gut, meine Lieben. Und soll ich bestimmt den da angreifen, der jetzt vor dir steht, wa? Alex? Wir sind immer zum Portal. Wenn wenn du kannst. Ja, versuch mal reinzugehen. Ja, probieren wir das. Ja, okay. Also hätte ich mich von Anfang an einfach hin teleportieren können und fertig. Ja. Ah, shit, ich, okay. Ja. Ich habe den Loot nicht mit. Haben wir doch genug EP mitgenommen jetzt noch. Und wir haben ein bisschen ausprobiert, was geht. Wir haben theoretisch auch noch 6 Würmer, die wir verteilen können. Ja, aber die wollten wir ja sparen für die. Ja, für die Außenwürz-Dinger, ja. Wer weiß, was da für krasse Dinger noch sind. Vielleicht werden wir da noch ein paar von uns haben ja auch 2 Sachen schon angefangen zu skillen, glaube ich, ne? Ich habe eine Sache bis jetzt. Na, ich habe auch nur eine. Aber es waren 6 Sachen, die man skillen konnte, oder? Oder waren es nur 4? Oh, heftig. Und die können echt gut mit der Fäuste und mit den Füßen austeilen. Hey, sieht aber auch krass aus, ey. Jo. I'm here. Okay. Help me. I'm under attack. Wir müssen ihr helfen.
Sonst geht's ja jetzt gleich drauf, wenn wir nicht rübergehen. Warte mal, David. Okay, scheiße, sorry. Alles gut. Bevor du dich in Eulenbär verwandelst. Ja. Ah, Amulett. Ja, kann. Guck einfach, Usman, ob du den sonst helfen kannst, wenn du schon drin sein solltest. Lustigerweise sind die Gehirne, meine Freunde. Ach, echt? Ja, ja, und die Menschen sind auch. Ach ja, stimmt, es sind auch durch ein Portal auch die gleichen hier durchgekommen, die. Ich glaube, den haben wir doch irgendwie irgendwann verscherzt gehabt. Das war doch mit dieser. Wie hieß der denn? Nicht mal das Amulett nehmen, du kannst meins nehmen. Lads. Oh, wie hieß die denn? Das ist doch so einer, oder? Na dann, gehen wir mal Rinder oder was? Den Trank können wir auch noch nehmen, oder? Jetzt können wir unsere Buff-Tranks nehmen. Außer wenn wir doch nach der Aktion hier pennen gehen sollten. Aber ich glaube eher nicht mehr. Ja, aber dann ist das so, ganz ehrlich. Welchen hat Ike jetzt immer genommen? Also ich warte erstmal auf euch. Okay, du bist viel weiter vorne. Wie gesagt, die Gehirne sind unsere Freunde, ne? Oh, anscheinend, ja. Achso, der Elixier der Wachsamkeit war das, ne, Alex? Hm. Jo, hallo. Ach, schade, dass ich von hier oben noch nicht angreifen kann. Kann ich überhaupt so weit rüberspringen bis zur Jusen? Ja, doch, locker. Schwerkraft ist ja anders, wa? Hm. Sind im Weltall oder so. Ja, doch, sieht doch so aus. Oh, ja, eine dicke Münze. Okay. Ja, dann mache ich wieder unsichtbar sehen, obwohl. Ne, mächtiges der Krane. Ah, ich habe kein richtiges. Also, achso, ich darf mich ja verwandeln. Was soll ich für eine Attacke machen? Eher was Einfaches erstmal? Ja, ich mach Standard erstmal. Sind ja nur zwei bis jetzt. Hey, was ist denn besser? Mach den bei Jusen. Was machst du, David? Jusen steht wieder da vorne. Muss ich die Grün angreifen oder wie wird angezeigt, ich muss die Olle angreifen? Ja, ja. Ja, genau. Wir haben doch gerade gegen diese Rasse gekämpft, David, wenn du dich noch erinnerst. Genau. Die sollst du angreifen, ne? Ja, aber ich könnte nicht. Hätten wir im Spiel vielleicht der Rasse doch da an der einen Mission geholfen oder so? Wo der, wisst ihr noch, wo der Dude auf dem roten Drachen an die Rettung kam? Der war auch die Rasse auf der Brücke. Ja, aber ist die Frage, macht das, ist das ein Problem, wenn ich den Käfer angreife? Aber warte, ich kann dann auch woanders hingehen. Ja, alles gut, ich greife die hinten an. Trotz allem. Die 43er, die kann sowieso nirgendwo hin, die ist umzingelt. Ja. Schade. Ja, oh, aber jetzt nichts, ja. Ich könnte sogar nochmal springen. Ah, scheiße, mit dem grünen Käfer. Dann hat das gar nichts getan. Hat ihm nichts gemacht. Kannst also immer voll reinjumpen, David. Ja, ich springe auf Jusen drauf. Auf Geschiss, Pfeiler. Ja, der kann drauf gehen. Auf Geschiss. Die sind dafür da, um zu sterben. Aber die ja auch dreimal oder viermal zuhauen. Wir haben sie zwar keine Waffen, aber trotzdem mies. Ja, die sind schon krass, ja. Ich meine, passt einmal nicht auf und hast ein bisschen Pech und erntest da noch ein, zwei Crits mit bei, kannst du fast gleich tot sein. Ja. Na, das so. Obwohl wir alle nicht besonders wenig Leben haben. Ich meine, ich bin auch schon mal über der 50 drüber gerutscht. Okay, Rüstungsklasse ist bei mir halt für den Arsch. Aber das ist halt so, wenn man nur Leichtes tragen darf. Ich mag halt nur leichte Gewänder. Dafür gibt's halt immer ein dickes Schild und einen dicken Stab, aber der Rest ist egal. Alter, hast du sie ja ausgefahren, Jusen. Eigentlich wolltest du mal Henker werden, wa? Ja, aber ich weiß nicht, so eine große Glocke, hey. Also, halt. Immer schön ab mit ihrem Kopf. Aber Jusen hat doch nur so viel Kraft, dass er so hochheben kann, wirst du? Dann lässt er so fallen. Naja, reicht doch. Schon wieder, David? Beim Unterstrich kacken Unterstrich gestorben hat für 29 yes. Monat E abonniert. Ich hab den dicken Stab. Ach stimmt, ist ja neuer Monat. Ist ja Dezember.
das letzten Monat erst spät rausgehauen habt. Deswegen. Warum verwandle ich mich die ganze Zeit und wieder zurück? Na, die haben Bugs gefixt, ja, David. Kannst du dich mit ihm hier unterhalten? It's not over. Come to the skull. Nicht bewegen, ich springe. I can't hold them off much longer. Spring du als erster, David. Hieronymo. Alter. Du kannst aber auch nicht hören, Jusen, ne? Hast du gesagt, Jusen springt nicht? Ich hab gesagt, David springt als erster. Das ist der dicke Vieh, wenn du ja, da... Ja, ich dachte auf die Plattform, wo ich stehe. Sorry, ich wusste nicht, dass du gleich diesen Riesenschwenker hier machst. Ja gut. Ist ja... Aber warum kannst du nicht einfach abwarten? Das ist, ja, was ich nicht verstehe. Das wäre gewesen, wenn ich ihn ab, gestoßen. Also ich dachte, er springt auf meine da Plattform, vorne steht schon böser. Okay. Over. Zeig aus Versehen, was die drückt, glaube ich. I am your ally. Nee, alle gelaufen. Ja. Oh, Peter ist da. Aber es sah so aus, als hätte ich gerade was weggedrückt, weil Alex steht doch schon vor ihm. Oh. Weil ich gerade klicken wollte und dann kam auf einmal die... das Video. Also keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat, aber... Okay. Ich sehe bloß okay, dem Typen in der Fresse, ich sehe leider keinen Dialog oder so. Die Braut ist ziemlich gut unterwegs. Ich weiß nicht, wer auf welcher Seite ist, ne? Also. Na, ja, anscheinend sind. Der gerade um den, der wird zu uns. Der ist cool hier. Glaube ich. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. Wo bin ich? I am the one that came to you in your dreams. ich will mal kurz trinken. Ist aber auch die Frage, ist das jetzt was Judith? Oder? Was er da gerade gesagt hat, das kann man auch so sehen, dass das nicht so gut ist. Also er gehört zu diesen intelligenten Verschlingern, die uns gerade geholfen haben, diese komischen laufenden Gehirne. Da ist er wahrscheinlich dieser Boss von. Die Frage ist ja bloß, wir wissen ja noch gar nicht, was, wenn wir im Baldur's Gate mal angekommen sind, was da wirklich abgeht und ob jetzt, sagen wir mal, die Typen jetzt wirklich alle böse sind oder er von diesen bösen Tentakeltypen vielleicht ein guter ist und uns am Ende das Ding sogar noch aus dem Kopf rausmacht. Wenn wir uns jetzt dagegen entscheiden, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, dass wir diese Würmer irgendwann aus dem Schädel rauskriegen. Weil das, glaube ich, können nur die. Also wäre meine Vermutung. Die hatten mal gesagt, dass die Würmer nur entfernt werden können, wenn wir den Wirt quasi auch töten. Dann müssen wir Petersen wahrscheinlich wegkillern. Na, und eigentlich den killern von dem der Wurm ist, ja. Aber der war ja, glaube ich, nicht von ihm, oder? Er wollte uns helfen, so ein Träumer hat der Typ gesagt. Ich glaube, das hat er. Was mit uns zu tun hat. Das hat er uns mal Schattenherz oder so gesagt. Bin ich wieder da, bis gleich. Aber ich verstehe gerade auch nicht, warum die auf unserer Seite sind. Sonst haben wir die auch mal gekillt. Ja, ja, klar. Aber ich bin halt, das ist ja das, was uns generell verwirrt, warum uns die Leute aus dem Portal denn gerade angegriffen haben. Weil eigentlich, wo wir das letzte Mal auf der Brücke waren und mit dem Volk zu tun hatten, sind wir ja nicht mit den Bösen auseinandergegangen. Aber ich glaube, danach haben wir irgendwas getan, was die verärgert hat. Oder unsere Sicht wurde getäuscht. Ja, die Frage ist ja, wir können einfach das sagen, was er macht. Wir können ihm sagen, er soll die anderen da in Ruhe lassen. Wir können ihm sagen, dass er das erstmal beweisen soll. Das ist der Kampf, den ihr führt. Das ist so eine Aussage. Aber wir haben doch bis jetzt eine Wurm. Also, wir haben ja bis jetzt die immer besiegt. Warum sollten wir das jetzt diesmal anders sein? Aber ich frage mich halt, warum die anderen gegen uns sind. Naja, ja. Ob wir uns jetzt doppelte Feinde machen oder. Obwohl, den Wurm will ich eigentlich auch nicht entfernen lassen. Ich meine, der macht, hat schon coole Fähigkeiten.
Aber er lässt uns halt auch sterben, David. Hast du das vergessen? Ach. Irgendwann sterben wir ja dadurch. Das ist halt die Frage. Wollen wir ihm helfen? Wollen wir... Ich glaube aber auch, wenn wir ihm sagen, lass den anderen da in Ruhe, greift er uns halt an, ne? Ja. Dann haben wir zwei Feinde. Und so können wir einfach... You saved a child from a viper. Back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Soul from her soul cage. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof. Now, help me. Kann ich helfen? So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich habe es mal ausgemerzt. Einfach, weil es mich interessiert, ob sich das am Ende jetzt denn alles verstrickt oder wir alles falsch gemacht haben, denn dadurch bin ich mal gespannt. Wird das hier in Gleichstand oder was? Was sagt der Kleine? Der kleine Zwergezwerg. Okay, ich spiele meinen Charakter, ja? Ja. Ich bin schon tot, Junge. Ich bin tot geboren. Jetzt sind alle gegen uns. Jetzt sind alle gegen uns. Ja, war ja klar. No. Okay, läuft bei ihm. Na, hab ich doch gesagt, er ist der Boss von der kleinen Viecher. Ja, aber... Dass die Gianchi da auch gegen uns sind, ist ja auch kacke jetzt. Naja, die waren ja von vornherein gegen uns, Digi. Das war klar, wenn wir das jetzt machen, dass alle gegen uns sind. Aber ja, meinst du nicht, dass sie sich auch untereinander angreifen? Nee. Das ging jetzt eigentlich mehr oder weniger bloß darum, ob wir ihm helfen und was denn dann passieren könnte, wenn wir mit ihm mitspielen. Ah, einfach alles töten. Jetzt kannst du ja einen dicken Spell hier hinten hinmachen. Guck mal, da sind 6 Leute auf dem Haufen. Oh ja. Machst du da einen schönen dicken Spell hin? Jetzt schon mal ein paar weniger. Ich glaube, die sind feuerresistent, oder? Nee. Aber ist ja nicht schlimm bei Pyro. Ist doch nicht schlimm, ich ignoriere das doch. Ja, aber wir haben keinen Schaden genommen bei dir gerade. Von dir. Wenn ich getroffen hat. Ja, die sind zu athletisch, die sind einfach weggehüpft. Ja, krasser Typ. Na, wir haben alle astrale Schwerkraft. Okay, die kriegen die auch noch. Okay. Also sind eigentlich mehr oder weniger eher ein Alle gegen Alle. Ja, die Alle gegen uns eigentlich. Royal Rumble. Okay. Cool. Okay, mögen sie keine Tiere? Brauchst du Hilfe? Hallo. Ja. Erste Hilfe. Wie lange die einfach, wie oft einfach angreifen können, die Typen, ey. Ey, bleib von mir weg. Alter, richtig weggeboxt. Sind die durch die kleine Lücke da durchgeballert oder was? Da war doch voll was im Alter. Weg. Ich hatte volles Leben, ich bin fast tot. Die hat jetzt wirklich durch diesen Stein, durch diese kleine Mini-Winnie-Lücke mich getroffen, ja? Oh. Da ist eine Säule im Weg, Mann. Wie geht denn das? Alter Karacho, ey. Okay. Liege, da habe ich ja in der nächsten Runde eh keinen Zug, weil ich dann erst aufstehe. Also, ihr macht das schon, wa? Ja, mal gucken, ne? Unser Motto ist immer, Leute, warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Da hau mich nicht, Jusen. Nee, nee, drück oben auf die Bilder, Jusen. Bitte. Nicht auf den Boden. Ich wüsste gar nicht, was ich vorhabe. Erstmal wollen wir nicht, dass du David haust. Eigentlich dürfte ich David nicht treffen. Nee, aber klick bitte aufs Bild. Die Bilder,
Ja, wenn du oben auf die Bilder drückst, dann triffst du ihn hundertprozentig nicht. Wenn das so eng ist, mache ich das jetzt auch nur so. Das Ding ist, es ist so ein Rundumschlag, wo ich drei Gegner gleichzeitig treffen kann. Ah, okay, dann musst du das ausprobieren. Und wie gesagt, da kann ich da oben bei den Bildern nicht rausklicken. Ich hab von mir so eine kleine blasse Fläche, sag ich mal, wo ich gerade raussuche. Na, dann mach einfach, Jose. Wenn David nicht mitleuchtet, solltest du ihn ja eigentlich nicht treffen. I am not your enemy. Get here, Kia. Sah auf jeden Fall cool aus. Ja, fand ich auch. Hast du jetzt nicht so viel gebracht, aber ich habe wenigstens drei Gegner. Eigentlich hättest du alle drei in zwei Hälften teilen müssen. Und jetzt eigentlich alle am Gürtel durchgeschnitten sein müssen. So, vielleicht kannst du den 32er dann töten, David. Weiß ich nicht. Der Gedankenschinder ist ja auch noch dran. Der ist so leicht dran. Aber ist es nicht der, der da hinten ist? Nee, der ist doch nee, der Imperator ist das. Haha, versteckt erfolgreich. So. Destroy the Honor Guard. Okay. Und kriegt da noch eine Schelle in den Rücken. Und noch eine. Noch eine. Das war mal gut. Wenn er jetzt noch die Giyanki angreift, dann wäre super. Wenn sie bloß eine erhöhte Position suchen, damit er mehr. Ei. Genau. So, wir sind alle betäubt. Ja. Und ich lieg auch am Boden, ne? Also ich kann nichts machen. Jetzt. Ja klar, du stehst jetzt auf. Dann stehst du auch da. Kannst du trotzdem noch machen. Ja, aber dann greife ich ihn an, oder was? Ach so, ich habe jetzt einfach ausgesetzt, na, das ist doch geil. Ja, na, weil Betäubung, ja. Ja, ja. Warum, Alex? Warum wolltest du ihn angreifen? Man geht ja nur eine Runde die Betäubung, jetzt bleib entspannt. Die betäubt sind, brauchst du eigentlich nicht angreifen, Pfeiler. Nee, würde ich auch nicht. Ich überlege bloß, ob ich ihnen jetzt einen dicken Angriff reinwürge oder ob ich mal mein Feuerelementar noch beschwöre. Ich würde, ja, beschwöre doch den Feuerelementar irgendwie hier oder so. Womit man reindenkst, ja. Ja, dass der vielleicht noch ein paar Sachen tanken kann, ja. Ich weiß ja nicht, was dein Feuerelementar so kann. Das haben wir beim letzten Mal geklärt. Ja, oder? Er ist halt eigentlich so vom Skill mittelmäßig, aber die nehmen sich alle nicht viel. Und von den Attacken her hat er halt von Nahkampf bis Fernkampfattacken. Und halt alles nur brennend. Naja, es wäre halt nicht schlecht, wenn du den da oder den da oben ein bisschen Schaden zufügen könntest. Naja, ist halt die Frage, wenn ich jetzt, ich kann einen von beiden, also ihn da oben auf jeden Fall direkt angreifen, ich kann dann bloß mal gucken, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit bei ihm wäre. Sagen wir mal, wenn ich ihn, ja, ich weiß, den treffe ich aber von hier nicht. Nee, den hier oben habe ich nur 36%, da lohnt sich eine Attacke nicht. Und bei ihm müsste ich halt erst rumlaufen. Dann kann ich dir das sagen, aber theoretisch könnte ich, denke ich mal, bis da nach oben. Ne, komme ich nicht. Ich komme nur bis hier. Dadurch sehe ich ihn noch nicht. Dann kann ich nicht angreifen, Alex. Na, dann beschwör dein Elementar. Und dann rennst du noch ein Stück zurück zu mir hier hin. Und ditte auf den, der um der Ecke steht, ja? Ja, war so, ja. Würde ich sagen. Ja. Dann hast du die Range quasi zu den beiden hier hinten, falls es enge wird. Und zu dem da. Ich aber nur ein Stück hier hoch ums Eck. Oh, die sind alle betäubt. Ja, natürlich, die will mir wieder eins reinbürgen, ne? Ist er gelähmt oder was? Alter, die huscht einfach vorbei. Ja. Aber kann nichts machen. Wo kam das her? Na, von der Ollen da oben, hab ich doch angezeigt. Angriffe gegen die Kreatur sind stets kritische Treffer. Was jetzt? Wenn du gelähmt bist und jemanden angreifst, ist es immer kritisch. Hm. Ah, okay. Aber ich kann keinen Flächenangriff drauf machen, weil ich euch dann mittreffe. Ich weiß auch nicht, mit Blut. Okay, also Strom darf man nicht draufsetzen. Ich glaube, das schockt auch.
Dann seid ihr schon wieder leicht haarig hier. Mal gucken. Also dein Feuerelementar ist ja auch noch dran und Jusen ist auch noch dran. Nee, ich bin ja betäubt. Ich glaube, das wird überspringen. Achso, ja, du bist übersprungen. Aber danach ist noch der Gedankenschinder und dann noch David. Ja. Also mache ich jetzt mal einen von den Vieren hier vor uns. Wenn es geht, heil dich irgendwie, Dicky. Ja, schafft ihr denn den Sima da irgendwie zu töten? David, Pilar? Ich bin noch gar nicht dran. Ich bin auch noch gar aber nicht dran. Aber du bist ja tendenziell dann dran. Nee, Sima sollte ich ohne Probleme schaffen. Bist du denn überhaupt wach oder bist du nur betäubt? Nee, ich bin jetzt wach. Aber ich bin erst... Spoiler-Elementar kriegt doch auch den Sima hin. Ich glaube aber nicht, dass ich überlebe, weil der Imperator mich einfach wegklatschen wird. No. Von dem habe ich auch mit am meisten Schiss, mit der anderen Eulen, die direkt vor mir steht. Weil die unten sind betäubt, die würde ich eigentlich eher ignorieren. Gerade. Ne, die sind nicht mehr betäubt alle. Achso, die sind auch alle wach. Ja. Die Runde mit dem Übersprung ist schon weg, du. Außer bei mir. So. Oh, unterworfen. Ja. Achso. Achso. Kann ich ja nicht anlaufen jetzt? Krieg da richtig Schelle. Warum kann ich mein Dings nicht spielen? Ich kann mein Feuerelementar nicht spielen. Was ist denn das? Wurde ich einfach übersprungen oder wie? Oder geht das erst in der nächsten Runde, immer wenn man jemanden beschwört hat? Weiß ich nicht. Nee, das hat vielleicht zu wenig mit Beschwören zu tun. Na, dann beende mal deinen Zug, David. Ich würde gerade, aber mit dem Schwert ist es nicht sinnvoller. Und vor mir steht ja auch noch einer. Kacke. Ich noch ein paar, ja. Ja. Wird nicht langweilig hier, nee. Hat jemand wenig Leben? Du hast wenig Leben, warum? No. Hatte ich nicht geheilt oder konntest du es nicht mehr? Nee, ich hab den angegriffen dafür. Achso. War vielleicht nicht das cleverste. Nochmal abbauen. Ah, nee, das ist anders. Scheiße. Hat der David sich wieder verdruckt? Nee, ich hab das Amulett von Alex. Ich habe aber die Spades jetzt erst gesehen. Die Idee dahinter war eigentlich, dass der die Konzentration verliert hier vor Pilar, damit die Lähmungsscheiße weg ist. Und Pilar keine Crits mehr frisst, wisst ihr? Mhm. Wer kriegt aufs Maul? Lusen. Ich, ja. Ja, aber ich hätte Flächenheilen machen können. Ich hab doch dein Amulett. Ja, ach, als ob. Ja, bitte. Okay. Ach ja, als ob. Nochmal. Na, hau doch nochmal zu. Na klar. So. Jetzt müsstest du aber dein Feuerelementar spielen können, oder? Ja. 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn punche. Ja, mal gucken. Damit ich vielleicht nicht gleich von ihm.
eigentlich ganz cool. Ich kann bei dem jede Runde einen Elementarsprung machen, ne? Ja, dann kannst du dem hinterher teleportieren. Der wird nämlich wahrscheinlich wieder dieses Schweben einsetzen und irgendwo anders entgleiten. Stell mich aber mal hier so zwischen. Gucken, was dann passiert. Na, ich kann versuchen, den einen vielleicht so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Einen von den zwei hier vorne. Entweder den 56er oder den 57er. Wir müssen die beiden bei uns töten. Also töten, also direkt angreifen. Eine volle Kanone. Auf die Fresse, fertig, los. Wie krass ist die Bitch denn, Mann? Die hat ja nicht mal eine klaffende Wunde dadurch, ne? Man gibt bloß einmal kurz Blutung und danach ist gut. Jetzt doch nur überleben. Obwohl, nee, Quatsch, nur noch der Typ ist dran. Vielleicht geht er ja diesmal nicht auf mich. Wow. Null! War gut. Ja, das, wie gesagt, bei denen das ist echt schwer. Die sind halt sehr athletisch, ne? Also. Da hättest du lieber vor dir mal und die Inneren wirken sollen. Astrale Schwerkraft. Ja, die haben wir alle. Das ist diese Umfliege, was wir immer haben, von Insel zu Insel, sag ich. Dafür verdreifacht die Sprung. I must regain control over the Githyanki Prince. Ja, natürlich. Okay, plus 32, läuft bei dir. So, ich würde mich sicherheitshalber mal in Eulenbär verwandeln, weil... Oder in Auren. Obwohl, ich kann vorher heilen, das ist eine Bonus, das ist eine Aktion, Bonusaktion, das ist auch eine Bonusaktion. Oh, danke. Das war nicht schlechter. Aber hier müssen wir schon echt alles auspacken, was wir so gelevelt haben. Ja, ich sag mal auch so, ist jetzt nicht gegen dich, Yuzi, aber du machst doch echt wenig Schaden im Nahkampf, ne? Ja. Also da merkt man das mit dem, ich sag mal, Verskillen ist da doch schon, denke ich mal, ein bisschen kritischer gewesen, als wir das am Anfang gedacht haben. Ja, aber wie gesagt, dafür stecke ich ja viel ein und habe auch viel Energie. Ja, aber das ist auch relativ. Also, ich denke mal, wenn man richtig geskillt hätte, hättest du bestimmt schon über 100 Leben. Ja, wie gesagt, hätte ist jetzt leider vorbei, Dicky. Wen soll ich dann angreifen? Den, den du triffst. Ohne mich zu bewegen, na, die vor dir. Und wenn ich, wenn ich ihnen den dicken Gedankenschinder eine reinwürgen soll, dann stelle ich mich hier nach oben. Der Dicke kann sich heilen, deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal die Kleinen weg. Okay. Ja, weil die machen auch echt Schaden hier, also... Ja, mit dem zusätzlichen Angreifen ist, wenn du davon einen weghauen kannst, eventuell vor dir den... Ja, dann hau mal den ja immer in der Inneren, ja, wenn du kannst. Und am besten stellst du dich dann noch ein bisschen weiter weg nach hier oben oder so. Dass die vielleicht ein bisschen Bewegungsrate brauchen, um an dich ranzukommen. Das ist halt die Frage, wo ist wie weit? Wie weit ist das jetzt schon? Das sind 10 Meter von ihr weg. Also könnte auch noch ein bisschen nach hinten. Wie gesagt, ich denke mal, wenn du dich da nach oben stellst, wird es besser. Ja, so weit komme ich nicht. Komm bis hier so. Kurz davor. Ja, das reicht ja schon. Wo ist die Frage, was ich hier um die Ohren feuer? Was sinnvoll. Ja, naja, wird der Dreier Feuerstrahl wieder sein. Alles andere macht auch Umgebungsschaden. Auch wenn es manchmal bis kleinflächig ist, aber. Das ist ja egal, macht doch 48 Schaden. Dann mache ich das auch gleich auf Level 4. Das heißt, ich kann 5-mal auf ihr schießen. Ja, naja. Let's go.
mal Glück haben, wenn sie sich danach bewegen. Dann roll ich sie um. Auf jeden Fall schon mal die Hälfte weg. Ist ja schon mal okay. Oh, das ist ja schon mal gut, ja. Naja, hätte die andere Hälfte getroffen, die gerade fehlgeschlagen ist. Ne? Wie viel Leben hast du noch, Yusi? Ja, 54. Ah, solltest du einstecken. Hast du eine höhere Rüstungsklasse. David? Lass ihn hauen. Dafür ist ja Davids Eulenbär, ich stall da. Ich finde, eigentlich ist er zum Knuddeln. Alex? Ja. Na, lieber. Ja. Ich will wenigstens eine Attacke. Oh ja. Ja! Doppelt krieg. Ah, was ist denn? David der kriegt den Popo voll her. Alter, die Alter. Eilung, aber auch zu, ey, das ist so krass. Die können so oft angreifen, aber ich bin leider einfach nicht. Was ist eigentlich mit ihm, Checo, hier hinten, Leute, ne? Ja, der ist gefangen anscheinend. Okay, der ist Opfer, ja. Die Frage, ja, mal gucken, was da passiert. Ja, das wird mal spannend rauszufinden. Wenn wir da die Tyler, mit deinem Feuervieh, kannst du den 40er angreifen? Was ist den 40er? Ja, aber wenn ich den kill... Was ist denn bei dir der 40er? Der 40 Leben A hat. Steht. Genau. Ja, könnte ich. Könnte ich. Warte mal, ich guck mal. Welcher ist denn der? Der da. Das ist auf dem Dingsboard ist die. Nee. Die hier. Ach, das ist ein R! Boah, Shaolin, der Typ ist. Die sind so athletisch, kannst du vergessen. Hätte ich lieber versuchen sollen, sie anzugreifen. Dann bringe ich mich mal ein bisschen in einer vorteilhafteren Position. So, dass ich vielleicht bei Alex was tanken kann, dass er mich mal mithaut. Dann kriegt er nächste Runde Schelle. Nächste Runde gibt's Feuerschelle. Er hat jetzt auf jeden Fall eine klappende Runde. Wie lange suppt der Spaß? zwei Runden lang. Kriegt sie wenigstens noch ein bisschen Schaden über Zeit. Ja, klar. Okay. Das macht very, very fun, auch wenn wir uns manchmal ein bisschen glatt anstellen, aber man kann nicht sagen, dass die Kämpfe dadurch nicht unspannend werden, ey. Wir müssen uns ganz schön zusammenreißen, das hier noch einigermaßen gebacken zu kriegen. Weil wir haben ja, nachdem wir die drei hier unten noch platt gemacht haben, ihn noch vor uns und dennoch gucken, was mit ihm da hinten passiert. Wer ist denn dran? David, der vor dir da, der linke, der ist betäubt. Der ist betäubt. Dann hol lieber erstmal den weg. Ja. Na, Yusen müsste eigentlich noch ein Stück weggehen. Ich kann mich da nicht dran bewegen. Auch wenn du einen Zug zurücknimmst, nicht? Kannst du den noch ein Stück nach hinten? Nee, ich glaube, da habe ich mit der Betäubung auch getroffen, deshalb. Aber du hast doch keinen Kreisel um deinen Kopf. Nee, er ist nicht mehr dran. Na ja, doch, du kannst doch, du bist noch dran, David. Der muss doch unten rechts über der Zeituhr steht doch Zug beenden, nee, und wenn er da drauf geht. Nee, weil der Gedankenschütter dazwischen ist. Er ist nicht mehr. Ich bin dran. Er kann nichts mehr machen. Weil ich könnte mir halt 12 Leben machen. Aber Yusen wird dann verängstigt, eventuell. Die anderen beiden werden aber auch verängstigt. Und ich krieg mehr Stärke, also ist mein Angriff danach auch noch, macht mehr Schaden. Und dann riskierst du einfach. Kriegst du den nicht safe, tot? Mit deinen beiden Schlägen? Nicht, wenn er nicht verängstigt ist, ne? Aber den du anklickst, der ist nicht betäubt. Der andere vor dir. Direkt ist es. Ja, aber den Betäubten, den braucht er doch nicht angreifen. Richtig. Dann kriegt er Critical, der ist er wahrscheinlich tot. Nein, er kriegt keinen Critical. Das war das Gelähmte, was Tyler vorhin hatte. Er setzt nur eine Runde aus mit dem Betäubten. Du kannst so auf genau, sehr schön. Du kannst einfach T drücken und dir das durchlesen, Yusen. Kann sich nicht bewegen und keine Aktion, Bonusaktion oder Reaktion ausführen.
Ja, die Überlegung war aber trotzdem, ob ich mir halt 12 Leben gebe. Weil wenn ich jetzt aus der Bärengestalt raus bin, dann kann ich sie nicht nochmal machen. Ja, das ist richtig, aber der kann ich ja eh nicht angreifen. Also der überspringt ja seinen Zug. Ja, aber der Gedankenschinder ist vorher nochmal dran. Ja gut, und... aber... Achso, nee, die da oben in der Ecke. Naja, alles gut. So, der geht jetzt, der ist betäubt, genau, nice. Genauso. Ich bin Zentrifugode, nö, ich geh in Nahkampf. Jusen, kriegst du die tot da vor dir, die 26er? Ich kann maximal 22 abziehen. Dann kann dir David ja, noch helfen. Oder nicht? Dann hau drauf. Laufen höchstens. Im Mannheim geht laufen. Laufen. Ja, das Problem ist, der, nee, der greift mich überall an. Ich bin Feuer und Flamme. Achso. Ich kann ihn schubsen. Ja. Es nervt mich, dass ich vorhin weiterlaufen wollte und ich aus Versehen den Anfang davon weggeklickt habe vom Video. Genau, jetzt kriegt er aufs Maul. Daneben. Yeah! Jetzt läuft's richtig gut. So, David, was machst du jetzt? Hotsachen. Also, ich hab's ja überlebt, deswegen. Ist jetzt die Frage. Wäre der Kampf auch einfacher gewesen, wenn deine zwei Dudes noch dabei gewesen wären. Hätte man das vielleicht ein bisschen besser verteilen können. Wir haben doch wunderbar gekämpft, Peiler. Ich weiß gar nicht, was denn. Ja, zwischendurch war es schon sehr eng. Understood. It's not over. Come to the skull. Oh, schillig. Herziehen. Hey, den haben wir doch gekillt. Nee, noch nicht. Nee. Den müssen wir erst killen sollen, scheiße. Das ja, hat damit stimmt. Nichts zu tun. Er hat ja gerade eben gesagt, nachdem er 55 Leben hatte, irgendwie so, mach nicht weiter oder so. Also habe ich die falsch angegriffen? Was hat der uns hier gerettet? Wir hatten alles unter Kontrolle, ja? Also, ja, stimmt, wir hatten ihn auch noch umgekleidet. Ja, aber warum ist der jetzt schon wieder nett zu uns? Wir haben ihn gerade voll aufs Maul gegeben, ja? Er hat sich ja hochgeheilt. Also ist ja, aber das verstehe ich trotzdem niemand, nicht. Wenn man den angreift, dann muss er ja irgendwie... Also, wir müssen ihm so wichtig sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein gut... Na, angreifen kann man ihn nicht mehr, wie es aussieht. ...Gehirnschänder ist. Der muss doch mit uns irgendwas vorhaben. Ja. Wir warten auf Alex, oder? Was der dazu sagt. Ich meine, der wollte ihn ja umhauen. Vielleicht sagt er jetzt mittlerweile, nee, komm. Wie gesagt, angreifen? Also es gibt da leider nicht sowas wie angreifen mehr. Ja, weiß ich. Ich hätte wirklich gedacht, wir hätten den killen können. Oder hätten wir ihn wirklich erst platt machen müssen und dann die letzte von den anderen. Und dann das hätte halt auch gut möglich sein können. Aber dann hätte man auch nicht mit ihm gesprochen, sondern mit einem von dem anderen. Ja, das wäre natürlich auch eine Überlegung, was passiert wäre, wenn wir den als erstes einfach nur komplett, vielleicht hätten die anderen uns gar nicht angegriffen. Doch, angegriffen hätten wir uns trotzdem. Nur hätten wir nicht gegen ihn kämpfen müssen, nur gegen die anderen Viecher. Richtig, wenn wir mit ihm von vornherein eine gemeinsame Sache gemacht hätten. Genau. Aber so wie wir es jetzt gespielt haben, nur dass wir jetzt nicht erst die Grünen da platt gemacht hätten, sondern jetzt ihn zuerst, ich glaube, dann würden wir uns mit denen jetzt unterhalten. Oder vielleicht wäre es dann auch so gewesen, dass du, dass man dann mit denen auch nicht geredet hätte und man hätte sie dann alle platt machen müssen. Ja, die waren für mich jetzt nicht sehr gesprächig. Oder die Olle aus dem Stein.
Ja, oder die Olle aus dem Stein wäre dann auch noch böse gewesen, dann hätte man gegen die auch noch kämpfen müssen. Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. So viele Möglichkeiten. So viele mögliche Möglichkeiten. Ich bin für sechstens. Sag mir alles, was du weißt. Bei Kämpfen gibt's ja nicht. Ich bin nur noch für Kämpfen. Ich weiß aber immer noch nicht, wer es ist. Also von daher, der Imperator. Wenn man drittens sagt, dann denkt man ja, man weiß, wer er ist, ne? Hatte ich schon immer den Verdacht, dass er ein Gedankenschinder ist. Dann muss man ja wissen, wer er davor war. Ist ein längerer Zeitraum als heute kennengelernt, ja. Die Wortwahl zumindest. Man kann sich in die Form verwandeln und wieder zurück. Das geht auch. Also wie gesagt, bis jetzt aktuell habe ich nichts gegen die Würmer. Die haben gute Attacken, also. Er ist ja auch nett, wenn man sich ja auch die Sachen durchliest. Ist ja auch schon... Ja, er hat Höheres mit uns vor und vielleicht müssen wir ihm... Vielleicht ist er gar nicht der Endboss, sondern er hilft uns dann noch beim Endboss. Ich komme einfach nicht drauf, wer es ist. Bin ich ganz offen und ehrlich. Wir haben den irgendwo schon getroffen in seiner normalen Form, aber ich weiß nicht, wer es ist. Vielleicht mal die andere Form sich anschauen. Dann machen wir fünftens. Welcher kennen wir ihn denn? Dann haben wir... Peter. Ja, wer weiß, ob er sich da überhaupt zurückverwandelt? Oder du machst halt erstens, ne? Erstens fragt man direkt nach dem Namen, aber fünftens geht natürlich auch. Wollen wir für Alex warten? Oder? Ja, wir warten. Ist noch einfach weiter. Geschichte hier. Ich kann auch einfach weggehen. Nö, wir haben keinen Bock mehr. Wir drehen jetzt um. Das wart wie wieder zurück ins zweite und erste Kapitel. Wir haben keine Lust mehr. Da haben wir ja noch ein paar Ecken zu entdecken. Dann kommen wir vielleicht wieder. Wisst ihr was? Ich bin raus. Ich muss auch sagen, das Verhalten von diesem komischen Tentakeltyp, das ist schon... Der hat Angst vor uns. Der will nicht gegen uns kämpfen, weil er weiß, er will verlieren, glaube ich. Das ist jemand, den wir kennen, Jusen. Das ist ja, halt einfach. Und wenn man jetzt so wüsste, ich komme halt nicht drauf, wer das wirklich ist, dann würde vielleicht sich schon eher... einen Reim zusammenstellen im Brain. Brain einen Reim zusammenstellen? Mhm. Ein Reim der Situation, weißt du? Nicht einreiben, das ist was anderes, das macht man mit Salbe, so auf Haut. Haut? Haut? Okay, der war schlecht. Haut-Couture oder was? Genau. Warum wurde eigentlich wieder zwischendurch mein Stream beendet? Das ist mir jetzt erst so viel fallen. Stimmt. Ist ja frech. Er wurde gar nicht beendet. Er läuft hintereinander weg. Aber ich bin rausgeflogen und er hat... Der Bot-Moderator hat nochmal von Stream Elements nochmal den Titel reingehauen. Das ist ja sowas von gemein. Frechheit. Ich hab das doch bloß zur Sicherheit auf, damit ich sehe, was abgeht. Nicht, dass wieder irgendwas abkackt. App-kackt? App-kackt. Kackt App. Alter, habt ihr die App kackt? Eine App, die App kackt? Eine App, die kackt heißt. Die App kackt. Kann man auch so machen, ja. Das geht auch. Ich hoffe, der ist nicht ins Klo gefallen. Wer? Ja. Der App-Kacker? Vielleicht macht er sich was zu essen oder Diana pennt immer noch nicht. Oder er macht groß sein Armtraining. Ein paar Liegestütze, Sit-ups, dies, das. Aber dann könnte er auch das Headset aufbehalten. Könnte man wenigstens mit ihm nebenbei quatschen und den stöhnen hören. Ja. Manche bezahlen dafür Geld. Ja. Oder kaufen sich eine App, die App kackt. Ja, auch das soll es gehen, ja. Ja. Bin wieder da. Ja, so, Alex. Training fertig, gut. Was würdest du denn machen? Wir haben schon mal philosophiert. Ja.
Also 1 und 5 wäre eher so erstmal rauszufinden, wer er überhaupt wirklich ist, weil das alles, wenn man sich da durchliest, den Gedanken macht, dass wir ihn kennen sollten. Wie gesagt, angreifen geht nicht, Shaolin, hab schon geguckt. Geht leider nicht. Okay, viertens kann auch gut sein, dass man dann rausfindet im Gespräch weiterhin, wer das ist. Coole Katze, Junge. Ja, warum hat er getäuscht eigentlich? Warum ist er so ein Täuscher? Ist doch kein kleiner Zwerg, Alter. Wir haben schon einen Täuscher. Ein Lügner, ein Dieb. Ein Enttäuscher? Ein Enttäuscher? Alex, 1 oder 5? So, 1 oder 5. Jetzt hier ein neues aussuchen? Nee. So läuft das hier nicht. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. Jetzt ist einfach der Arzt. That longing brought me to Moonrise Towers. Ich glaube, das ist der Zauberer, der am Anfang die Hand durch das Portal gestreckt hat. Oder? Ich glaube, das ist die Kuh, die wir nicht anquatschen konnten. For years, I served the Elder Brain. The one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. Gehört wohl angeblich gar nicht zu denen. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me while I did my work. Oh, I had the good fortune to meet Duke Stillmane. We formed a partnership. And through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield. The largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Volo. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. Happy for a while. Until my true nature was discovered. By the time war von Twitch aus, hat irgendwie einmal neu gestartet zwischendurch. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Was wäre auch halt interessant, ihn dabei zu haben, im Endkampf vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also drittens würde mich ja schon interessieren, dass man ist ein Slave, wenn man diesen Gedanken schon da ist. We fought to tame Prince Orpheus. War beim letzten noch nicht ganz durch, aber okay. Herself. Oh, lese halt ein bisschen langsam, tut mir leid. Continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlakith declared herself queen of the Githyanki. Jusen, bei dir hört man das manchmal ein kleines bisschen mit, ne? Within this prism. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Das Mikro vielleicht ein Stück vom Mund weiter weg machen, 2 cm, dann reicht das meistens schon. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Okay.
Boah, sind alle gute Fragen. Eins, zwei oder drei? Lass mich da mal. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Okay. Also, ne. Glaub aber, Jusenmann hat's wieder gehört. Klingt ja gar nicht so schlecht. Komm, wir holen ihn nach. Time when that is necessary. But there is no guarantee that his power would survive his passing. The risk is too great. The moment his protection is gone, you would become enthralled to the Elder Brain, just as I would. Wir können doch vorher speichern. But to the Elder Brain, we are already the same. Ja, sag ihm das mal. Entweder kriegen wir die absolute Macht oder wir wären Sklaven, also 50-50 würde ich sagen. Nicht so wie ihr. Denial will change nothing. You have already benefited from that tadpole of yours. You seek to reverse an inevitable process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Das sind Pokémon. Weiter, könnte auch Digimon sein. Gut ist, ich will mich weiterentwickeln. Erstmal wissen, was das macht, oder? Richtig. Nicht, dass er auch wieder ein Auge verliert. The answer is twofold. One, I can. But it would kill you, as I told you before. Two, und warum sollte es uns nicht umbringen? Why would I? You have done well with the limited form you have. But you would do far better as an Illithid. Okay, also man könnte verrecken. Do you wish to evolve or not? Okay, David, bitte nicht weiterentwickeln, wir gucken zu. Ich hätte Cam. Es ist ja bloß die Frage, ob man seine normalen Fähigkeiten dann verliert, ob man wirklich, wie du gerade gesagt hast, hin und her wechseln kann.
Aber dann können wir ja nie wieder irgendwo uns blicken lassen, oder? Also, wir sind ja immer als Tentakelvieh verschrien, egal wo wir hingehen. Ich weiß nicht, ob das Spiel so harte Entscheidungen macht oder uns Spielraum dann lässt. Na, entwickel dich weiter, ich bin auch dafür. Attacke. Kann ich mir nicht vorstellen. You continue to surprise me. Your mind is... Ach, mal um den heißen Brei geredet. Achso, dann muss es sein, wenn wir weiterentwickeln, dass unser, dass das Hirn sich dann freischaltet. Richtig. Das habe ich auch gerade gedacht. Nice. A Würmeli. Aber ein anderes Würmeli. Ein totes Würmeli. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Mal überlegen, wie viele du schon in deinem Kopf hast. Oh, man kann würfeln. Weisheit. Warum denn ich nicht? Ich werfe Weisheit halt. Aber dann brechen wir ab, Jusen. Nein, das würde ich. Dann brechen wir ab, Jusen, ja. So. Dann müssen. Sie essen fand ich auch eine gute Auswahl. Hm, lecker. Hast du noch eine? Es seeps through your veins as the tadpole awakens. It's yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Alle mehr leben und so? Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are... Jetzt müssen wir doch in allen Fähigkeiten abgegradet sein. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain and bring it under our control. Jetzt können wir weiter. Bin ja erstmal richtig. Ich würde dann auch erstmal auf Klo gehen und mal eine Raucherpause machen. Ja, soll ich jetzt erstmal speichern? Oder? Kannst du auch gerne schon speichern. Ich weiß nicht, ob in der Umgebung noch was ist, aber wenn ich mich hier so umgucke, man kann nichts anklicken, Alex. Also. Pilar, klick mal kurz auf den Wurm. Rechts bei der Karte. Ja. Bei mir ist noch gesperrt. Bei mir auch. Okay. Sicher. 1, 2, 3, 4, 5 Richtungen aus das Ding. Ah, okay. Er reißt hier noch rum. Und stelle ich mich jetzt mal. Du hast Tyler auch noch den Wurm snacken. Hier liegt der Expertise. Ich hab einen Wurm. Ja. Verwandle ich in eine Täuschungsbeste, die ich selbst den Gegner verlagern kann. Welchen Wurm, David? Den da. Absorbieren. Ja. Genau, einmal verwenden. Also nicht essen, sondern verwenden. Ja, verwenden, ist ein. Ein Vorzugenteil. Life. Pulses from within. The parasite's thoughts whisper at the edge of your mind. It wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. Das erste Pilot. Oh, ich wollte mir erstmal durchlesen, was man machen kann. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Nicht schlecht, so. Aber ich finde diese Täuschungsbestien gestellt auch ziemlich krass, Alter. Bis zu 85 Trefferpunkte. Da müsste eigentlich Davidson skillen. The tadpole's essence. Wir haben doch alles schon in eine Richtung geskillt. Jetzt kann doch jeder bloß eins, oder? Flesh, glands, nee, wir haben. Mach erstmal den Fertig, den kommen wir in die nächste Ebene. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. Perhaps once the others see what you can do, they will consider trying it for themselves.
Wie? Alex hatte zwei von den Würmern? Ja, ich habe auch noch einen. Wir haben jetzt insgesamt 11. Aber ich habe immer noch einen im Portemonnaie, obwohl ich ihn gerade gefuttert habe. Also hast du ihn gefuttert? Nee, du hast ihn ja nur benutzt. Den reichen wir gerade die ganze Zeit rum. Den hat jeder mal gehabt. Alles klar. Ah, okay, man kann noch mal komplett von außen anfangen. Da kann man sich das wirklich aussuchen, ne? Ja, der Gedankenstark ist ja geil, da würde ich gerne hinstellen. Ja, das ist in die Richtung, wo ich geskillt habe, Jusen. Oh, super. Aber wie gesagt, da. Boah. War also. Ja, es gibt ein, zwei Sachen, die sind nett. Also dieses Intellekt absorbieren zum Beispiel für David ist schön. Ja. Ganz links. Aber ich finde auch dieses Täuschungsbestiengestell für David ganz geil. Ah, das hat er ja mit seinem Eulenbär schon. Ja, 85 Trefferpunkte ist schon. Nicht verfügbar, okay. Magisch verwandelt. Ich muss mich rausverwandeln, damit ich meinen Kopf skillen kann. Ja. Schwarzes Loch hört sich auch interessant an. Das stimmt. Aber er hält nur einen Zug leider. Ja, aber alle, die da in der Nähe stehen, werden eingesaugt. Die sind weg. Ne, die werden zusammengesaugt. Okay. Genau, die werden zusammengesaugt und verlangsamt. Ah, okay. Ja. Ich habe mir das wie ein echtes schwarzes Loch vorgestellt. Aber für dich, Pyler, wäre ja psionische Dominanz gar nicht so verkehrt rechts. Ja, das stimmt. Also quasi über schwarzes Loch rechts. Ja, wenn, aber... Du bist ja erst hinskillt. Das gilt ja nur für Gegner, die zaubern auf mich. Für alle anderen nicht. Hm. Im Nahkampf wirst du jetzt nicht ganz so oft normalerweise angegriffen. Wenn, dann mit Zaubern eigentlich. Ja, aber ich weiß ja so. Meistens kriege ich eher eine Schelle als einen Zauber um die Ohren. Ja, was ist dann für dich interessant, Pyler? Ich bin noch nicht durch, Digi. Ich bin jetzt da drüber erst. Und habe unten links angefangen. Glück der Fernreicher würde mich auch interessieren. Oh, okay. Das war für Alex. Oben rechts. Einmal pro langer Rast kannst du einen erfolgreichen Angriffswurf gegen einen Gegner zu einem kritischen Treffer machen. No. Das habe ich ja. Ja, also wäre cool, wenn ich das auch für mich machen könnte. Und ich könnte jetzt da ganz unten einfach anklicken. Ich muss nicht diese Spur legen, ne? Links wäre was für David. Das wäre heilig. Wie gesagt, eigentlich würde mich nur Gedankenschlag und jetzt Glück der Fernreiche interessieren. Mein Charakter. Aber es ist eine Gemeinschaftskasse hier, deswegen will ich nicht einfach was investieren. Also tatsächlich kann ich auch Gedankenschlag skillen. Obwohl ich in die Richtung gar nicht geskillt habe. Okay, aber mir ist es. Ich muss ja drauf nur raufklicken, denke ich, ja. Und ich habe, wir haben jetzt quasi alle. Alle fünf drumrum automatisch irgendwie. Hier Energietunnel, konzentrierte Explosion, Gesundheit übertragen. Die haben wir jetzt alle. Na, da müsste ich jetzt hinscannen, wie es aussieht. Die sind bei mir noch grau unterlegt. Aber so Gedankenschlag und Dings, das könnte ich nehmen. Das hat so einen gelben Rand, sag ich mal. Die fünf in der Mitte, die müsstest du jetzt auch freigeschaltet haben. Ja. Die sind alle. Ja, genau. Die hattest du vorher nicht alle freigeschaltet. Stimmt. Die haben wir jetzt alle. Theoretisch. Wo ich einen grauen Wurm genommen habe. Für mich wäre theoretisch. Gibt's noch einen besseren grauen Wurm, du sollst für die äußere Kante alle auch nochmal. Wahrscheinlich haben wir deswegen die Würmer zurückgekriegt. Deswegen haben wir jetzt 11. Ne, wir hatten vorher schon 8. Ne, wir hatten vorher nur 6 oder 7. Und genau, ich habe zwei zurückgekriegt, weil ich günstige Ausgangslage und psionische Überladung geskillt habe. Beide. Ja, aber bei mir haben wir nur einen zurückbekommen, weil ich nur einmal einen geskillt hatte. Ja, ergibt Sinn, ja. Jetzt wieder zurückgekriegt. Das ist ja cool vom Game. So. Was will denn jetzt wer machen?
Also ich hätte wie gesagt gerne gedankenstark und Glück der Fernreiche, wenn ich haben darf. Wo ist denn Glück der Fernreiche? Ah, relativ. Also im zweiten Gehirn-Dings. Ah, rechts oben. Da, wo sich die Hände so reichen. Unter dem Expertise-Dings da mit überzeugend täuschen Einschüchtern. Oben rechts im Sektor, Palerus. Genau. Da, wo die Hände sich reichen. Da drüber. Nee. Da drunter. Da, wo die Hände sich reichen, das ist genau das Glück der Fernreiche. Oh. Sich ganz na, für mich wäre es nur interessant. Also wenn ich die zwei haben dürfte und die nichts dagegen habt. Ja, wir müssen halt gucken, wo wer hin muss. Also mich würde ja bloß und von den äußersten Kranz theoretisch ganz links freies wirken. Also musst du erst hinskillen oder kannst du es schon machen? Ja, muss ich erst hinskillen. Ja, jeder kann doch. Ich bin selber geskillt, bin ich nur nach unten links. Na gut, aber da bräuchtest du ja nur den Schild der Diener und dann wärst du ja da. Also du genau. Bräuchtest auch nur zwei. Ja. Obwohl das andere bei mir grau ist, ja Alex? Ja, wenn es grau ist, kannst du es ja nicht machen. Du musst erst. Achso, das muss rot sein. Also ne, mit dem gelben Rand erst skillen, damit du da hinkommst. Oh, das wäre grau, das hast du schon. Ja. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Die fünf in der Mitte, die haben wir gerade alle gekriegt. Deswegen ja, genau. Haben wir die Würmer zurückbekommen und haben jetzt 11. Mhm. Die in der Mitte können wir ignorieren, die haben wir jetzt alle. Ja, aber genau, da bräuchte ich auch nur zwei. Also das würde mich halt jucken. Und weil ich halt sonst unten links recht weit unten bin, sonst hätte ich halt Gedankenschlag oder so noch mit reingenommen. Weil Heilung bringt ja so nichts und die anderen Sachen wüsste ich jetzt auch nicht wirklich doll was mit anzufangen. Ich kann mir auch noch Fliegen ganz gut vorstellen. Also Heiler bräuchte zwei. Jusen bräuchte zwei, dann hätten wir jetzt vier. Wie viele brauchst du, David? Ich kann ihn nicht nachgucken. Warum? Weil ich ein Berg gerade bin. Wir können mir jetzt zurückwandern, aber es sind halt mein Leben, die ich verschenke. Ja, aber du kannst. Achso. Ja, ich brauch wahrscheinlich auch nur. Ich brauche wahrscheinlich auch nur zwei. Also, und da jeder E2 oder 3 verwenden kann, geht ihr erstmal. Wenn ich das nächste Mal auf die Fresse kriege, dann kann ich dir auch spielen. Genau, würde ich sagen, dann macht jeder erstmal seine 2. Weil dann okay, sind wir bei. Dann sind wir bei 8. Naja, Jusen würde ja auch 2 haben. Einmal Glück der Fernreiche und Gedankenschlag unten. Ja, wenn jeder jetzt noch 2 und macht, beide habe ich. Ja, genau. Macht jeder erstmal 2 und dann sehen wir weiter. Obwohl, also Psyche zerbrechen brauche ich glaube ich auch nicht. Ich habe lange das Problem, dass unten. Dass ich nicht mehr Fähigkeiten nehmen kann. Also ich habe jetzt glaube ich nur diese Elitiden-Expertise genommen. Alles andere brauche ich eigentlich nicht. Ja, das mit dem Geschicklichkeit und sowas hattest du vorher schon. Also hast du jetzt immer noch drin, meine ich. Ja. So, kann ich ganz schnell noch in den Ruchen gehen oder? Ich kann einen meine halbe Gesundheit opfern und ihn sie übertragen bis auf 9 Meter. Ja, das hat jeder, ja. Das ist ja, echt. Das hat jetzt jeder, ja. Oh, Fliegen habe ich auch drin, Jusen, weil du es vorhin gesagt hast. Aber ja. Das hast du, glaube ich, durch eine Rolle gelernt. Ja, gut. Nee, also dann brauche ich nur einen erstmal. Die anderen sind jetzt nicht so elementar für mich. Naja, und es geht dann noch die 2 da oben hin zu der. Was war das, dass ich mich in eine Kreatur verwandeln kann? Ja, zu dem Heilen, ja. Genau, das ist ja sowieso schon. Gut, fahren wir wieder zurück, oder was? Within it, the Githyanki Prince is as silent as a corpse. Haben wir jetzt irgendwelche Eisenzeichen bekommen? Oder? Ich hab neue Kampfdinger bekommen. Ein neuer Angriff einfach, habe ich gelernt.
Konzentrierte Explosion. Pyla, willst du mal mein Amulett haben, dass du dich mal einmal heilen kannst? Und Energietunnel. Energietunnel ist ganz cool, da kann ich mich so nach vorne brechen, falls wir mal wieder ein Portal erreichen müssen. Oh, der Imperator ist hier. Kriegt man dadurch eine Heilungsfähigkeit, oder? Nein, du kriegst das Maximum von den Heiltränken. Okay. Also von dem Kleinen kriegst du jetzt 10 und von dem Großen kriegst du 20. Immer. Die drei scheiße ich. Ich pack sie wieder rein, ja, Alex. Wie viel Leben ich hatte, bevor ich mich in den Bären verwandelt habe? Wenig. Ich glaube, du warst in meiner so Richtung eher, David. Und 50er knapp, vielleicht ein bisschen sogar unter mir, glaube ich. 49 oder so? Ah, wir lassen es drauf ankommen. Oh. Das ist alles chillig, man hat jetzt so viel Auswahl eigentlich, also da kann jetzt mehr oder weniger auch fast alles kommen, ne? Klar, bei den Zaubern, da fehlen mir noch ein paar und so, aber bin mal gespannt. Haben wir ja noch, was sind wir, Level 9? Müssten wir sein, soweit. Sieht man das denn überhaupt? Wir sind Stufe 0. Wenn du einen Charakter aufmachst, steht neben deinem Erfahrungsbalken. Sind ja Stufe 9. Mit I. Achso. Also dein Inventar. Ja. Jep, 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 jep. Haben wir ja 3 Level noch. Kann da noch eine Menge passieren. Geht dann nicht bis 15. Nee, habe ich erst gedacht, ich habe nochmal nachgeguckt, bis 12. Ich denke mal 15 wird es dann mit dem ersten DLC werden. Und dann werden die so stückchenweise immer bestimmt machen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt ist die Frage. Quatsch schon mal die an. Gehen wir durch das Portal. Aber jetzt Portal oder wie? Portal zur materiellen Ebene. Den willst du da noch quatschen? Na hier, mit dem Typen, der gefesselt ist. Kannst du doch gar nicht, da hast du Blase drumherum. Na, da ist so ein Schloss, wo wir interagieren können. Ja. Man könnte auch die Kristalle zerstören. Aber er braucht die. Er braucht die doch für den Kontakt zu uns. Hey, ich glaube, wir müssen links die Dinger kaputt machen, diese Steine. Aber wie gesagt, mit denen spricht er doch zu uns, oder? Okay, auf durchs Portal. Ja. Im Lager, wie unsere Klamotten aussehen. Jo. Oh, müssen wir jetzt schon wieder eine lange Rast machen? Ich glaube, wir haben noch gar nicht geschlafen. Ein Text hat er doch vorhin gesagt, wo David da am Liegen war und noch die Augen offen hatte, dass er jetzt mehr oder weniger einpennt, aber nein! Und dann ist das auf einmal passiert. So, ja, das kann gut möglich sein, ja. Wir haben noch gar nicht gepennt, ist immer noch der gleiche Tag. Gucken wir uns jetzt in der Nacht besucht, wenn man nicht kämpfen will. Wer liegt denn daneben, Alex? Hast du ihn zum Kuscheln gefunden? Meine Sexpuppe. Ja, okay. Jetzt ist er weg. Hast du ihn schnell zusammengepackt, wa? Oh, hier will jemand quatschen. Wir wollen alle quatschen, glaube ich, oder? Ne, hier nur diese. Ich quatsche mit dir. Das zählt. Scheiße, Mann. Okay, oh, mit mir müssen wir nicht reden, Alter. Meine Worte richten sich nicht an euch, okay? Einer von euch muss dahin. Ja, stimmt. Das ist ja eine von denen, die wir gerade getötet haben. Nee, das ist diese Lazelle, die wir schon öfter hatten. Ja, aber... mit mir. Your parasite communes with Lazelle's. Oh, weia. Her heart die wird, glaube ich, vielleicht sauer. As she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, this only son, the tainted blood of the mother, the traitor prince, the Laxarai.
Finde ich auch gut, Yuzi. Aber die anderen Sachen wären auch jetzt nicht uninteressant, ne? The Illithid is a threat, make no mistake. But Orpheus is a greater one still. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Lacketh. Long ago, when we rose up against our Geth slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call Queen. Okay. Komm, einfach mal Maul halten. Aber schweigen. Orpheus was, is Gith's renegade spawn, a Geth thrall who would return us to our slavers. He convinced his own mother's honor guard to join a coup against Vlakith One. He would have fed our empire to the Illithids had he succeeded. It was Kithrak Vos himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the traitor's with us. Controlled by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would hand Vlakith's dominion to his Geth masters. The astral plane would be first to fall. The others would soon follow. So, mich juckt eigentlich das, was sie da labert, recht wenig. Entirely. Vlakith Kossivim Hrath Krashet. Only in Vlakith may we find light. This is the creed. I will not abandon all 10,000 protocols over one sovereign secret. We find a way to enter the prism and slay Orpheus. He is a Geth puppet cloaked in Githyanki skin, and the most powerful mind master known to my people. One word from his scheming lips and the people would doubt. Two words and they would rage. Three words and they would bow to the false prince. The Githyanki would be slaves once more, and one by one, the plains would fall to the Geth. Hm. Frag mich aber auch, ob sie so die Wahrheit erzählt, ne? Dann beginnen wir halt ein Genozid und dann ist gut. Gibt's die Githyanki halt nicht mehr und dann ist. Hat sich die Sache. Einfach weggehen. Lass sie machen. Sie will schon wissen, was gut ist. Oh, ich muss jetzt nicht mit dir weiterquatschen. Die ist schon mal unbeliebt bei uns. Ja. Sagst du sich hier auf? Die anderen sind alle draußen, oder? Oh. Nee, hier oben. Ja, die wollen jetzt alle quatschen hier, ey. Ich glaube, die will nicht reden, oder? Kardach, okay. Ich probiere mit Kardach zu quatschen. Oh ja. Gott. A Mind Flayer has been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor. Natürlich habe ich jetzt nicht mehr noch so. Was für ein tolles Gespräch, danke Karl, Alter. So your mysterious architect, tamer of parasites. He's only another parasite itself. How do you feel? Kommen wir jetzt eigentlich hin, wenn wir es leider verlassen? Knowing the cost of keeping your transformation at bay. Okay, die mag uns gar nicht. Okay. Du hast schon das Lager verlassen? So, ich nehme euch mit, hä? Tja, so wie es aussieht.
Du bist der Host. Oh, ab in die Stadt. Ich jetzt hab eine Errungenschaft. Oh, hat ja nur 2 Stunden gedauert. Okay, hier gibt's noch über einen Händler. Ja, hier gibt's einen Händler, ja. Die Stadt ist zwar nicht ultra riesig, aber ist schon. Seid ihr jetzt in der Stadt, oder was? Wir müssen runterlaufen, Alter. Wir müssen schon in der Stadt sein. Hier vorne sind ein paar Viecher. Okay. Das nennt man auch Vogel oder Rabe? Diese Art Wörter nicht. Ich kenne dies nicht. So, fertig gepflegte Schuhe. Excuse me. Oh Mann, ein rothaariger Junge. Das Cartman nicht hier ist. This one, Joe, she was, she was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Blau und grün. 10 Tage ist es hier, Alter. Aber das war schon am letzten 10 Tag. Was ist denn ein 10 Tag? Das ist so erstmal die Frage, die man sich stellen sollte. Würde ihm einfach Essen geben, wir haben ja noch. Ich würde 14 sagen, einfach mal die Realität ein bisschen klar bringen. Okay, ihr seid für Essen? Ja, okay. Schicksal passiert, kann man nichts machen. Erstmal was zu essen, mal gucken, was da neu geht. Wow. 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 My mom would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Das war die Begrüßung. Oh, hier reden viele Leute. Oh, weia. Ist ein Portal. Hast du das Portal aktiviert? Ach, da. Den hab ich voll übersehen, Alter. Eine reicht, glaube ich, oder? Ja. Ja, einer reicht. Bis jetzt ist hier noch kein Händler. Up on the hill. Müssen wir mal gucken. Wo wir hin müssen. Das sind ja der Außenbereich. Wo muss ja der Bazar sein? Oh, was ist los? Es vibriert. Vielleicht die Ankündigung schon für das Riesenhirn. Ah, ne, haben wir schon. You want to see Dribbles the Clown, don't you? Yeah. Was ist denn das Ding, ey? Then let's go inside. Ja, ist der Schmied, Alex? Oh, ist so gespeichert wieder. Felt like an earthquake. As if I didn't have problems enough already. Aber seid ihr denn lang gelaufen? What's the rush, Sob? Can't we stay here for a bit? Josef versucht vielleicht ein bisschen Schritt zu halten. Ja, ich komm wieder zu euch. Okay. Was ist hier? Sorry. Hier ist auch nochmal der Schmied. Ich weiß nicht, ob das hier der eher der Händler ist. Nur gequatscht. Ich bin in der Cutscene. Alter, hier reden so viele Leute. Keep those thugs away from my family. Diluvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Oh, using Quatsch der erstmal. I don't see why I should be explaining myself. It's my property. They are on it, unlawfully. Look, we needed somewhere to live. This place was empty, and it had walls. I've got children, for tears' sake. Is he?
Also, das ist schon ein großes Schwert. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. Okay, einschüchtern. Oder Barbar und einschüchtern. Kleriker, okay, das wäre bloß so ausspielen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie drittens denn am Ende ausgeht. Ob ich jetzt. David sagt, er wird. Wie drittens ausgeht? Naja, es kann sein, dass er gegen uns kämpft oder auch nicht, Diggi. Zweitens oder drittens? Und bei zweitens ist er genau das gleiche. Dann mache ich zweitens einfach. 25! Oh, fuck, okay. Scheiße! Ich glaube, wir werden überall Scheiße weggekommen. 25. Und dennoch Charisma. Oh, nicht schaffen. Er hat's fast geschafft. Er hat's geschafft. Ich hab's geschafft, ja. Hä, du hattest 19, oder? Und plus 4 ja, sind doch na, nicht 26. Bonus, ja. Ach so, okay, aber den haben wir Bonus vielleicht bloß nicht gesehen. Alter Falter. Fein, fein! They can stay! Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are! Okay, ich hab was Gutes getan. Okay, gleich weiter. I respect your. You've stepped on the guild's toes. And we'd like a little something to make it better. The guild. A loose coalition unifying every criminal outfit ja, in the klar. City under one collective rule, from cut purses to contract killers. Warum sah ich denn so abgefuckt eigentlich aus? Ja, weil wir den Boden gefressen haben. Also. Wir sehen alle so aus, Diggi. I'd say you'll live to regret it, but honestly I'm not so sure you'd live. Mal wieder einschüchtern, würde ich sagen. Oh, oder Nahkampf ist auch ziemlich gut. Oh ja, Nahkampf haut auf jeden Fall auch gut rein. Ja, immer ich Nahkampf. Warte. Diggi, ich hab doch nicht alt gelesen, aber mach. Schaffst du schon. Okay. Ey, guck mal, siehst du, was ich habe? Ja. Drei Bonusse und ich muss nur 70. Mach erstmal, bevor du was sagst. Das ist 20. Oh, ja, ich hab einen kritischen Erfolg. Was nun? Was nun, Alter? Was denn nun? Erstmal die Nase gebrochen, würde ich sagen, oder was? Hast du verdient, Alter. Was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Wir wollen doch gar nicht in die Diebesgilde, oder? Also, in eine kriminelle Gilde. Alter, 800 EP, okay? Not bad. Oder Alex, naja, wäre eigentlich deine Ecke gewesen, aber jetzt haben wir es verbockt. Doch, du. Ich komme ganz gut alleine, klar. Ist das da oben der richtige Schmied gewesen, Alex? Ich weiß es nicht. Quatsch gerade mit dem. Vielleicht kann ich ja mit dem handeln. Hier unten ist noch einer. Welcome, Adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Ein Bootlukenhaus? Yes, I seem to have it all. Wonderful. But patience is a virtue. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Er ist voll vertrauenswürdig, oder Alex? What? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? So simpel ist das jetzt auch nicht. Oh nee, oder? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes okay. And what it gives.
One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Echt jetzt? Im Herzen bist du ein Weichei. Du kannst ja meinetwegen viertens machen, Alex. Sagen und tun sind zwei verschiedene Sachen. Could you kill one you loved? Warte. Ich... Ach, drittens. Zeig, was du für ein Eiskälter Hund bist, komm. Ich find erstens. There's a killer inside you, isn't there? It wouldn't take much to push you over the edge. Krieg ich jetzt eine krasse Waffe? Nee. Ich wusste, dass der nicht koscher ist. Der bricht nicht das Genick für dich. Oh, das ist sie. Ich krieg den Dolch von ihr. Ich glaube so, jetzt nicht nach den Antworten. You're the Lickspittle who crushed the Bone Lord's thrall. Der Speichelecker? Have you come begging, sniffing for our stones? Ja, aber du hast recht. Du bist klein. Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Deine Halskette ist schick. Oh. Was für eine Halskette? Der kleine rote Stein noch. Vielleicht ist die Rüstung eine leichte Rüstung, dann könnte ich die tragen. Tickle of your blade between his ribs. Mein Fehl ist ja nicht dran. When you find the Lordling, tell him Orin is watching. Der Kopfschmuck da oben viel wert ist? Du hast ja Angst gemacht. Ich glaube, sie verjagt. Ja. Oh, jetzt haben wir gar nichts. Tut mir leid. Ah, da ist er wieder. Hi, welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Ja, also ich stehe bei der anderen Schmiedehändlerin, Alex. Der hat mich jetzt angequatscht, der Typ. Ja, ich bin dabei. Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Zweitens, aber wurdest du nachgeahmt? Ich weiß es gar nicht. Mann, die hat sich doch gerade zurückgewandelt. Ist jetzt der Originale. Vorher war nur so ein. Ja, aber der Typ sagt, dass wir ihn angegriffen haben. Von neun Höllen, ja. I don't need to. I know what you did, whacking me over the head, near cave me sculling. I'm gonna knock that smirk right off your face. Na toll. Mag dich wohl nicht besonders, oder? Einschüchtern sieht ganz gut aus, obwohl dein Charisma echt kacke ist. Nein, die Olle, mit der wir gerade gesprochen haben, hat ihn eine über einen Schädel. Ja, ich weiß, aber er denkt jetzt, wir waren das. Euch ist auch nicht verkehrt. Alex kann sich eigentlich eher nach der Antwort... Das kommt vor. Ich bin für erstens. Also erstens vor, oder drittens hast du auf jeden Fall die besten Chancen, würde ich sagen. Ich finde es zweitens auch gut. Versucht es, dann lächelt ihr den Rest des Lebens ohne Zähne. Ist halt aber ein kleines bisschen schwieriger. Ein bisschen frecher auch. Mein Zwillingsbruder, der ist ja echt... Ey, könnte ich mich gar nicht entscheiden. Die sind alle gut. Aber auch am Ende bei erstens so, das kommt vor, mein Gott. Shit happens, kann passieren. Willst du noch einen Bonus-Sticker? Ach Quatsch, oh, oder? Oren? Du hast schon 11. 4, 8. Du wirst wohl mehr als 9 würfeln, oder? Da kann doch reinhauen, ist doch Wurst. Ah, okay. Dann kriegst du. Na, Dennis Wurst, hau rein. Komm, kick it. Was wir gemacht haben, glaube ich. Oder? Ja, genau. war schon knapp, ja. Also richtig knapp. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Kenne ich. Gesehen mit Charlene auch immer.
Hey, ich hab 200 DP ergattert. Ich auch, weil ich bei dir rumhänge. Ja, kannst du jetzt noch mit dem handeln, Alex, oder? Nee. Aber bei, du bist da bei, bin, der, bei dem Händler. Ich bin bei der Händlerin hier unten drin, ja. Also unten auf, von der Straße, da musst du kommen. Was wollt ihr jetzt? Ich möchte handeln, ich kann handeln. Und was war noch mit dem? Achso, dann gehst du runter in den verdammten Laden. Oh. Dann ist da oben die Schmiede mit dem Schmied und hier unten ist eigentlich der Händler. Oh, wer hat denn gerade gewürfelt? Dicke, ich habe einen Brunnen gefunden. Ja, das ist eine Wahrnehmung. Goldene Haut. Das ist dann geil. Hat er genug Gold? Wissen wir noch nicht, Jus. Geh doch einfach in die Cutscene und dann siehst du es. Ich hab Angst. Und soll ich weggehen? Willst du mit ihm quatschen? Mir ist egal. Alex kann das gerne machen, klar. Quatsch, geh los raus. Komm auf zu labern. Handel mit mir. Jetzt handelst du, okay. Nicht mal zugucken? Nee. Hast du genug Kohle? 2100. Verkauf erstmal, was wir haben, und dann kann ich dir nochmal das Lager. Knochendornkleidung. Sehr seltene Kleidung. Fleischscheibenentschlossenheit. Ja, wir haben hier noch mehr Händler, ne? Aber Alex kann auf jeden Fall verkaufen. Ausgerätzt. Verringert jeden erlittenen Schaden um 2, wenn der Träger von einem Nahkammer getroffen wird. Der Circus of the Last Days has returned. See Dryad's Djinn and Triples the Clown back with a new act. So, kann mir einer mal Geld rüberschieben? 500 bräuchte ich. Haben wir nicht, Peiler. Okay. Muss erst verkaufen. Dann verkaufen wir die Zaubersprüche später, würde ich sagen. Jusen, du könntest ja schon mal ins Lager gehen und den Stuff holen. Kann ich dir erstmal das geben, was ich erstmal im Winter habe? Nee. Nee? Okay, also. Oder genau. Natürlich. Au, rüber. Was? Fliegen behalte ich für Notfall erstmal, oder? Als Schriftrolle. Federfall auch einmal, falls ich doch irgendwo hoch runterspringen muss. Dimensionstor. Bis zu einer langen Rast, den kann ich bloß einmal machen. Und 5 Heilungen ist ja echt wenig, Alter. Tja. Also so krasse Sachen hat sie jetzt nicht hier, leider. Dann müssen wir halt weiter gucken. Oder wir spielen einfach noch ein bisschen Story. Oder eine Nebenstory. Halt bis jetzt erstmal wirklich nur die Sachen, wo ich mich mit bewegen kann. Peiler, was ist mit dieser Schriftrolle hier? Böser Blick bei mir drin? Ja, warte. Die welche war das? Na, die Leder. Die Lande. Die wollte ich nicht rüberpacken. Ne, die hatte ich. Achso. Person festhalten. Ich hab die schon so lange dabei, Alter, aber nee. Ich behalte nur noch krasse Zaubersprüche, sind blauer. Plage wäre vielleicht gar nicht so schlecht, kann bis zu 64 Schaden machen. Verbannung. Verbannung ist eigentlich auch Quatsch.
Mit Verlangsamung eigentlich auch, das brauchen wir alles meistens nicht. Anna Volt könnte man ja reinpacken wieder, ne? Ein bisschen was verkauft. Also ich habe dir erstmal alles reingepackt, was ich so noch im Inventar hatte. Jetzt muss ich erst einmal. Du hast wieder was. Habe ich gesehen. So, warte, ich gehe ins Lager. Ui. Ach da. What's hiding here? Sieht mal wieder ein bisschen schöner aus, das Lager. Findest du, ich finde die Kisten voll kacke. Ich habe jetzt gar nicht erkannt, dass es die richtigen Kisten sind. Ist okay. Nicht. Jetzt hat sie noch 11 Gold. Ja, wo ist jetzt meine Kiste? Ja, Pilar, jetzt kannst du 2100 bei mir rausnehmen, wenn du möchtest. Mhm. Mehr hat sie nicht. Naja, so Ringe und Gegenstände, wo ich denke, die könnten wir doch nochmal gebrauchen, verkaufe ich erstmal nicht. Das können wir machen, wenn wir wirklich gar kein Geld haben. Oh. Kannst du erstmal in dein Dings packen. Genau. Das macht zwar nicht viel aus, aber... Mal gucken, ob hier noch mehr Händler sind. Für irgendwas. Jusen, kann ich dir gleich was mit reinpacken? Ich bin bei der Kiste gerade, bin ich. Ich hab eine Katze. Ja, wo ist denn meine Kiste jetzt? Ja, pack mal alles rein, was du hast. Ich bin drin, Alex. Alter, der ist groß. Mhm. Halt! By orders of Lord Gortash. Mhm. Refugees are no longer allowed. Hier hat die irgendwie einen komischen braunen Stab im Mund. Ja, bei mir auch. Mutter mal. Darfst nicht so hingucken. Lasst mich durch, sonst ist es euer Tod. Okay. Do you have the means to support yourself? Was ist da los? Ihre Backe glitscht weg. Was geben wir ihr denn? 200 Öcken oder was? Ich bin platt, aber ich krieg mein Geld. Wir geben mir doch jetzt keine 200 Öcken, Alter. Warum, Alter? Dann lieber zwei. Verarschen wir sie so ein bisschen. Need to be in the city. Next. Sie dumm? Okay, die lässt uns nicht in den engeren Kern rein. Und gleich nochmal gesprochen. Alter, was ist jetzt los? Und wieder raus? Wieder rein? No refugees. It is decreed. So, jetzt kann ich dir gleich nochmal machen. Oh, okay. Naja, then go. Ich freue mich erstmal auf den Weg. Das backt warte ich erstmal auf euch. Ja, geh mal hier außen lang und guck mal, ob ich hier noch einen Händler finde. Guck mal, ob ich in den Brunnen gehen kann. Ja, der ist eigentlich automatisch ins Inventar. Oh, hier unten ist ein ermordeter Flüchtling. Hier unten geht's so anscheinend weiter. Okay. Vielleicht ist er jetzt wirklich gefuttert, ja. Nee. So. Ah, okay, es geht immer nur in einem Fenster. Alles klar. Ja, aber immerhin konnten wir schon mal verkaufen, das war wichtig. Ich hab noch ein paar Sachen, keine Angst. Ja, ist doch gut so. Oh, ich bin schon überladen. Okay, es geht gar nicht mehr rein. Der Jusen. Ist aber auch voll. Der David hat noch Platz. Okay, jetzt habt ihr mich überladen. Ja, ich kann aus Versehen. Das kann mir erstmal wieder bewegen. Nimmst du das bei mir wieder raus, bitte?
Hatte ich jetzt wirklich... Ja, bin dabei. Alles aus der Kiste rausgenommen? Nee, hatte ich doch gar nicht. Doch. Habe ich mich wohl hardcore verdrückt, würde ich sagen. Das war nicht der Plan of the Plan. Mal ganz kurz weg, bis gleich. Ich weiß nicht, ob einer davon Händler ist. Unten ist irgendwie ein Gurlager oder sowas. Keine Ahnung. Da kann man bestimmt auch quatschen. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall bestimmt viel zu quatschen, Digi. Was ganz. Das Essen zum Rasten, das kann man nicht in den Rucksack packen, oder doch? Doch. Warum stackt er das nicht von alleine? Aber meinen Rucksack lasse ich dann auf jeden Fall hier. Der ist einfach zu big. Oder können wir denn noch irgendwo Essen verkaufen? Wir können überall Essen verkaufen. Okay, dann nehme ich es erstmal mit. Dann habe ich die Taschen wenigstens mehr oder weniger noch voll. Ein bisschen was hat Yusen, ein bisschen was hat David. Dann ist aber meine Truhe mit allem Zeug leer. Brauch mal bloß wieder ein Hand leer und den Rest verscheuern. Ja, ich bin schon am Suchen hier. Mal gucken. Ja, man muss halt erst durchlaufen, ne? Damit das dann auf der Karte angezeigt wird. Ich kann durchlaufen hier überall. Ja, das ist mir klar, Digi. Kann ja jetzt viele Schlösser knacken, aber dann ist alles. Ich glaube, das sollten wir einfach so mal ausprobieren. Jolien, kannst du verkaufen noch oder? Immer noch, ich bin am Suchen. Wir suchen noch Händler, Jose. Muss mal durch die Stadt rennen und gucken, ob du irgendwo Händler findest. Hast du jemanden zu verkaufen gefunden? Was? Wie bitte? Ich hab die Post gefunden. Ja, hier in den Brunnen kann man reingehen, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Ja, da war ich auch schon drin. Achso, ja, okay, jetzt hab ich den rein. Wollte ich nicht. Lieber David. Also wir gucken halt, ob wir hier in der Vorstadt verkaufen können. Wenn wir reinkommen würden, da sind bestimmt noch mehr Händler. Ich habe einen Händler gefunden, ja. Also ich hatte jetzt, glaube ich, nichts mehr im Inventar oder... Nee, ich weiß ja nicht, ob da noch was in deiner Truhe ist. Ich habe gefunden. You did me a read. That old bone bag Catherick had some fancy junk. Ich habe dir aber noch was reingeschmissen, David. Achso, ne, ich bin gleich wieder da. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Ja, hat er jetzt neuen Shit? Jo, na, dann tob dich mal aus. Ich latsche auf jeden Fall noch ein bisschen rum, vielleicht entdecke ich ja noch jemanden, der ein Händler ist. Wir reden echt viele miteinander, wenn man hier alle Gespräche und mit jedem mal kurz gequatscht haben will. Ich glaube, da ist man schon alleine in der kleinen Vorstadt 2-3 Stunden beschäftigt. Wenn man dann noch drinnen ist. Oh, hier hinten die Sachen, die darf ich ausrauben. Sachen, die ich ausrauben darf, finde ich gut. Ist so plunder, aber
Sprengen. Erfahrungspunkte. Natürlich hat er kein so ein Elixier. Was ist hier oben noch? Okay, hier sind Hühner. Oh, hier hinten ist ja auch noch was. Bist du da gerade unterwegs, Alex? Nee, noch nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aus wie eine riesen Scheune. Was, sonst kann ich Flaschen immer mitnehmen. Die Flaschen, die jetzt hier am Boden im Matsch liegen, kann ich nicht aufheben. Das erste Mal, dass ich Flaschen nicht aufheben kann. Ich glaube, ich platze hier gleich in eine Geschichte rein. Aber sind hier unten noch Händler? Hier sind da so viele Leute. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir noch euren Kram reinpacken. Also ich bin hier unten, sind hier sehr viele Gnome und auch Zwerge, wo ich gerade unterwegs bin. Das Zeug umpacken. So ein bisschen, bis ich wieder voll bin. Der hat jetzt auch kein Gold mehr, aber... Oh, fuck. Cool, danke. Ich habe kein Elixier des Hügelriesen gerade drin. Ich glaube, ist ein ganzes Inventar bei dir reingeschoben, oder? Jetzt kannst du dich erstmal wieder bewegen. Ja, wäre cool, wenn du mich wieder runter... Also nicht überlädst. Bist du immer noch überladen? Ja, nee, natürlich. Siehst du da unten. Du musst bis... Bis dem kleinen Strich, der da ist, genau. Bitteschön. Danke. Na, Judith. Ich gebe dir dann erstmal den Haufen, dann wirst du gleich wieder voll sein und dann habe ich noch meinen ganzen Rucksack voller Nahrungsmittel. Ich habe deinen Ochsen gefunden, David. Gibt's auf jeden Fall noch a lot of Quests, glaube ich. Hier in jeder Ecke stehen ein paar Leute, wo man, denke ich, eine Quest rausziehen kann. David nicht da, oder was? Nee, er ist kurz weg, hat er doch gesagt, oder? Kommst du her? Ja, gut. Dann müssen wir wahrscheinlich in die Stadt rein. Ja, durch den Brunnen, denke ich. Eine Tafel. Steht noch auf der Tafel. Bin jetzt hier einmal durch die ganze Vorstadt durch, glaube ich. Ach so, meinst du? Liest du nicht vor? Unterhalt mich mal mit dem. Der sieht ein bisschen so. Donations. Okay, da soll ich was spenden. Ja, bei dem war ich auch schon. Okay. Kriegt er den Plunder, der nicht wert ist, den ich gerade geklaut habe. Dann soll er sich freuen. Haben wir noch hier den Knüppel, kann er noch haben, weil wir den Spaten auch noch. Kann ich das einfach reindrücken, oder? Ja. Oh, ich kann ihm 2 Gold dafür abnehmen, Alex. Und 2 Dolche, aber die bringen nichts. Das ist Gold, Digi. Aber man kann mit dem handeln. Aber er hatte auch nur die 2 Gold. Wir haben eine Inspiration. Ja. Sogar 2 Inspirationen. Was tut ihr, Boys? Ja, das warst du, weil du da irgendwie gehandelt hast wahrscheinlich. Und dann kriegen Yusen und David Inspiration? Ja, na, das gilt ja für uns alle. Ah, okay. So meinst du das, ja. Ne, okay, da unten war nichts weiter. Also ich glaube, wir müssen hier hinten durch die Tür mal. Ich habe ein fliegendes Schwein gefunden. Ja, genau, da müssen wir noch rein, wo Alex ist. Bei dem Tempel? Ne, ich habe noch eine Tür gefunden, wo wir rein können. Und da, wo ich meinte, in die Scheune kann man auch noch nach hinten rein, wo du schon warst bei dem Zwerg, Alex. Aber ich sonst gibt's nichts. Die Tür, sonst... die ich gesehen habe, könnte man noch eine kleine Stadt, glaube ich, finden. Eine kleine Stadtbezirk. Na, ich glaube eher, dass wir so um die Torwachen rumkommen, Jusen, durch deinen Brunnen.
Nee, nee, nicht der Brunnen. Hier vorne. Da, wir müssen hier durch, weil dahinter ist auch noch ein paar Leute mit Ständen und so. Krass, einer bringt hier einen Ghoul mit rein. Da ist ja noch rot. Ja. Der Ghoul heißt. Aber ich glaube, wenn wir hier vorne das in die Interaktion mit reintreten, dann könnten wir da rein. Willst du mit Benny dem Ghoul sprechen, Alex? Benji, ja. Stinkt nach Käse. Between his piggy toes! How dare you! What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. Ach du Scheiße. Einfach verwirrend, Alter. Ich bin ein Zirkus. Quatsch mir nicht voll, lass mir rein. Aber es ist ein Zirkus, wo wir jetzt nicht so viele Händler finden, denke ich. Ja. Oh, vielleicht schon. Okay. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Was ist noch? Rosenkohl. Passiert nichts. Bring you smells like piss and iron. No lie. Okay, du riechst nach Urin. That's a first. Eisen. Usually I'd allow you in, but in these times I can take no chances. Move along. Das ist was Neues. Du bist der Erste, zu dem er das sagt, Alex. Okay. Also das Schucke täuschen. Oder überzeugen. Ich jongliere mit Messern. Eins oder zwei, oder? Ich bin weder für euch noch für sonst jemand eine Gefahr. So. Habe ich was verpasst? Eins ja, oder vieles. Zwei. Was passiert? Ja, aber das ist ja meine. In den Schurken. Ja, das schaffst du ja locker. Denkst? Nee, das schaffst du schon. Eins. Glatt. I hope you're good. The red cap's got a little too glatt excited 20. When the last one nicked himself. Welcome to the circus. A motley crew of okay, ich bin jetzt im Zirkus eingestellt, Leute. We're happy to have you. Vielleicht kriegen wir jetzt regelmäßig Erhalt. Okay, wir können zumindest rein. Ja. Ja. Mal gucken, vielleicht finden wir hier noch einen Händler. Dann hat sich's wenigstens gelohnt. Ich muss bloß gucken, du bist der Schok. Oh, hier gibt's ein Glücksrad, Alex, und ein Genie. Ein Glücksrad und ein Genie, das geht doch so schief. Ahorin? Pfeiler. Kommen wir schon. Bei dem Glücksrad musstest du den Geist, glaube ich, vorher bestehen. Weil sonst können wir dann nicht gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob es das Glücksrad ist. Naja, welches Glücksrad sollst du dem Spiel noch geben, David? Wir sind, das weiß ich nicht. Wir sind ich vor der größten Stadt im Spiel. Mehr gibt's dann nicht. Ich glaube, hier diesen Geist musst du beklauen irgendwie. Ja, irgendwie musst du den bestehen und nur dann können wir bei dem Rad irgendwie gewinnen. Okay. Was soll ich bei dem klauen? Ich hab irgendwas Idee, Taschendiebstahl oder so musst du machen. Ja, und was soll ich bei dem klauen? Der hat irgendeinen Schlüssel oder eine Pfeife oder irgendwie sowas hat er bei. Es könnte auch sein, dass es wirklich hier Händler gibt, Alex. Also müsste man wirklich mal ablaufen. Dann noch nach hinten in die Richtung. Besten. Der hat nur einen Genie-Ring mit Magierhand. Ja, genau, naja, den Ring. Das wird bestimmt sein. Damit. Hast du ihn schon? Erfolg, ja. Ja, dann dreh jetzt mal. Ja, das Rad. Ja, oder mit ihm. Aber speicher erstmal. Okay. Wir haben es jetzt schon so gut geschafft hier bis jetzt. Wir haben nichts gedrückt. Kannst du nicht im Gespräch speichern? Ich kann auch im Gespräch speichern. Oh, wegen Händler finden hier drüben. Alter, der hat mich gerade echt hässliches Weib genannt, ne? Da wird die Gruppe zornig. Ugly! Hideous! Vile! You are fortunate to have found me, freakish one!
Der will sterben, oder? Ja, wir ziehen ihn doch jetzt ab. Spin! Ziehen gleich die Haut ab, Alter. Alter, 500. Oh, ich könnte mal Beam machen, ne? Oh, okay, nee, dann lehne ich ab. Akabi has traveled across the plains. Kann man noch ein bisschen was rausholen. Burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Na, und was ist der Jackpot? Genau die Frage steht da. No more questions. Spin or don't. Ich glaube, es gibt gar keinen Jackpot. Ja, komm, dann Drehpeiler, komm. Hau rein. Wir wollen jetzt einmal ein Glücksrad sehen. Let us see, if you have luck's favor. Impossible. You thief! You cheated! Wie denn? Das geht doch gar nicht. Keine Ahnung, wofür ihr redet. Ja, was wollen wir nehmen? Das zweite, wir haben auch keine Ahnung. Oder Alex. Ja, komm. Ich lüge mal. Enjoy the jackpot, Mewling Kurt! Echt jetzt? Ja, du bist inspiriert. Come back, Jenny. Yes. Where am I? Wo bist du hin? Ja, deswegen. Ich bin weg. Ich bin hier in einem Dschungel. Hier laufen kleine Dinosaurier rum. Okay. Ich bin im Dschungel. So heißt es auch. Dschungel. Okay. Wegpunkt. Ich ja. Hab eine Cutscene. Ich guck mal deine Cutscene. Ich denk mal, hier bin ich erstmal sicher. Buddy the Dog is my very best friend. Do you know why? Sieht doch echt süß aus. Why? Because with him, did you hear about the scarecrow who lost a fight? Runter von der Bühne. Ey, mein Charakter ist so ein Arschlochmörder, Alter. Naja, bei dem Hals wäre ich auch so ein Arschloch. Na, oder zweitens, da bist du noch ein bisschen seriöser. Hey, du hast in deiner Falte eine Falte, Alter. Das ist schon heftig. Das kannst aber auch einfach nur zusehen. Das ist ein Umhang, wirklich. Mein Hals. Würde ich jetzt auch sagen. Du bist ein alter Sack. Er versteckt sich, weil er schüchtern ist, das ist der Schildkröte. I know! I'm amazing! Hey! Thank you to the loud mouth for volunteering for my next trick. Now. So, Schalli, geh rauf auf die Bühne. Where are you? Kannst du ihn nicht sehen. Ich würde gerade sagen, der ist so klein, der ist hinter der Frau versteckt. Man sieht mehr die Frau sehen. My special assistant. Come on up. Ich meine, du siehst ja schon wie der übelste Verbrecherschurke aus, ja? Und er sucht sich einen aus, wo wirklich er seine Tricks gar nicht durchziehen kann. Also oh ja, dumm ist er. Drittens, das wäre interessant. 25! Könnt ihr ihn noch unterstützen? Ich kann keinen Bonus geben, nein. David, ich kann es nur mit einer 20 gewinnen. Ich leider auch nicht. Nee, also kannst du es eigentlich gar nicht gewinnen. Naja, mit einer 20, mit einem kritischen Erfolg. Aber wenn 25 das Ziel ist. Ja, na, die 20 ist automatisch kritischer Erfolg. Das ist automatisch geschafft. Egal wie hoch das der Würfelwurf ist. Don't be a cowardly Connie! Perhaps you need a little encouragement! Der Clown verarscht dich, Dicker. Und du versteckst dich zu der Frau, okay? Now! Up, up! Double sharp! Hop, hop! Double sharp, kleiner Mann! I think you don't like him! Man sieht dich halt nicht, man sieht nur die Frau, Alter. A round of applause for the stalwart heart. Der mutige Herz hinter der Frau. Oh, Alter, sie ist ein Geist, die existiert gar nicht, okay. War nur eine Illusion.
Die Kinder freuen sich. Oh, einer, der so groß ist wie wir. Hey, wow, wow. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Ja. Tell me, what makes you special? Okay, Kacke. Penis? ja, zweites gelogen auf jeden Fall. Ja, man, viertens, oder? Oder Mut? Hm. Dann muss ich eine Mutprobe machen, oder was? Nee, der macht Gehirn, Digga. Also ist das jetzt eine Frage vom Intelligenztest, ein Stärketest? Ich denke, ja. Ah, okay. Dann nehme ich eher einen Stärketest, weil da habe ich gerade den... Ah nee, ich habe keine Stärke, scheiße. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Penis? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Okay. Praise the absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Okay. Erfolgreich. Wir machen. Kacke. Echt, wir fighten? Bist du im Kampf jetzt? Ja. Oh Mann, Kampf? Und ich sehe den Kampf nicht, weil ich hier in der Welt bin. Warte mal, ich komm zu dir. Ich kann zu dir also kommen. Keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Gehen wir lieber noch hier unten? Ach, komm, ja. Wonder if the gods are watching me. Oh fuck. Da warte, ich komm zu dir. Da ist das Tor. Oh, David ist auch da, nice. Hier unten schon. Kleine Schleichpassage hier. Für mich ja gleich wieder ein bisschen. Oh, fuck. Das war schlecht. Okay, also die Viecher im Käfig, ich das war auf jeden Fall im Käfig. Charakter bleiben sollen. Außer der Bastiardo. Okay, ich bitte mal den Bastiardo nicht hier angreifen. 51! Ich hab nichts gesagt. Dicker, die Gegner mit 10 oder 20 Dinger sind vorbei. Jetzt kommen nur noch knapp 100. Ja, zum Glück kann ich die theoretisch, wenn sie mich alle langsam nacheinander entdecken, auch alle nacheinander machen. Aber es ist halt schon heftig. Ich weiß ja nicht, wie hart sie austeilen. Da sollte ich halt schon vielleicht einfach mal richtig drauf pumpen. Wo geht er denn jetzt hin? Vielleicht warst du in Panik oder so, keine Ahnung. Nee. Nötig. Gut. Warte einmal, okay. Was passiert, Leute? Ja, das setzt den Dino frei. Jo. Also, du kämpfst gegen den Clown, Alter. Oder was? Jo. Ich wusste das nicht. Mega. Aber scheiße, dass ich es nicht sehe und ihr nicht sehen könnt, was ich gerade mache. Überfall bist. Okay. Also, boah. 26. Kannst du dich nicht zu uns teleportieren irgendwie? Du Dicker, ich bin mehr oder weniger in einer anderen Dimension, irgendwo in einem Dschungel. Ja, stimmt. Ich bin bei Dinosauriern im Dschungel, das ist halt so das Problem. Ich kann, das ist auch unterbrochen, also, weiß nicht, wenn ich aus dem Kampf rauskomme, kann ich nochmal gucken. Ich könnte mir gleich mal. Ah, ich kann mich auch in so ein Viech verwandeln. Hm? Täuschungsbestie. Ja, aber ja, das ist nice. Dieses Fattenschnurrhaar, was da im Käfig aussitzt. Ja, ja, na, das ist eine Täuschungsbestie. Okay, cool. Na dann, kannst du noch angreifen oder so? Scheiße. Ja, ich komm nirgends voran. Weg komm ich auch nicht, ich könnte mich teleportieren. Aber ich kann mich auch von hier dann einfach runter teleportieren, wenn ich allem aus dem Weg gehen will. Frage, ey. Obwohl ich würde es gerne erkunden eigentlich, weil nicht, dass hier doch noch eine coole Kiste mit einem coolen Gegenstand für irgendjemanden ist. Wir kommen schon klar hier zu dritt, Peiler. Ich muss aber auch gucken, ob ich hier alleine klarkomme. Also deswegen beschwöre ich, denke ich mal, gleich mal meinen Geister-Dude. Macht sich, glaube ich, ganz gut. Nee, komm. Warte, weiter. Aha, viel Schlag. Mist. Okay.
nichts passiert. Dann beschwören wir ihn gleich. Weisheitswetter. Feuer. Dann verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstung. Okay, da spottet einer. Hilft der mir oder? Der ist gelb, keine Ahnung. Ah, ja, mal gucken. Bin well, spannend. So much for peace. Oh. Jusi. Schmusi. Ich denke mir, ich werde mal kurz mal einen Bluttrank trinken. Jo. Dann werde ich den vor mir killen, dann kann ich ja zurück noch einen killen. Hä? Ist alles jetzt vorbei? Nee, Peiler. Nee, nee. Das Peiler. War, weil ich den Dino gekillt habe. Achso, achso. Da war echt gute Erfahrung hier, muss man ja sagen. War ein Dino. Ein kleiner. 135. Anything of use? Oh, wenn man hier die Quests macht, alles so. Okay, ich laufe erstmal hier hoch. One day I'll catch a break. Der Hausmeister. Mit am Kampfteil. Jusen, wen hast du da gerade getötet eigentlich? Einen roten. Ein Achter, wieso? Ich glaube, die müssen wir nicht töten. Dick, aber wie gesagt, wenn ich einen töte, habe ich durch den Blutdurst noch einen Angriff. Achso. Okay, das war nicht der Plan. Und deswegen kann ich jetzt nochmal den hier angreifen. Jetzt sollte ich den Dschungel auch nicht allein erkunden. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, was ich hier tue. Ich könnte jetzt fliegen, wie geil. Ich hätte hier hochgesollt. Bringt du das noch? Soll ich nochmal meinen Tatendrang machen? Oder meint ihr, wir schaffen es auch ohne extra Zug von mir aus? Von meiner Seite aus? Du kannst ja den Tatendrang ja nur einmal machen, oder? Ja, für kurze Rast. Weißt du, wenn wir eine kurze Rast machen, ist wieder da. Ja genau, aber du kannst den ja nur einmal machen. Also du hast einmal eine Extraktion. Genau. Naja, bringt ja jetzt nicht viel. Was willst du mit der Extraktion jetzt machen? Den großen noch ein bisschen runterziehen. Naja, aber es ist nicht ob wichtig, du da jetzt einmal mehr drauf haust oder nicht, ist jetzt glaube ich wurscht. Mach weiter. Okay, aber ich könnte noch ein bisschen bei ihm vorbeilaufen. Da bin ich ein bisschen mehr im Kampf geschehen. Und mach das einfach. Jetzt ist der Ausmesser dran. Oder noch. Er ist aber in Gelb-Modus. Okay, cool. Dann macht deine Ausmesser. Gott. Ich stehe vom Tor. Sicher? Ist sicher. Jetzt bin ich wieder nicht mehr im Vorteil. Bestimmt voll gebracht haben, was ich gerade gemacht habe. Ich baller jetzt mal raus hier. Treme! Danach noch nicht drüber kommen, das schmilzt gleich Blitzattacke drauf. Ich glaube, hier oben lag echt was Gutes. Das sieht irgendwie komisch aus. Okay, die haben nicht angegriffen wegen Überraschung. So, aber ich kann mit dem jetzt nicht angreifen. Was du jetzt, achso, Heiler hat den Dino getötet. Ja. Still breathing, despite everything. Hope your soul is in good hands. Das Wasser. Er steht auf. Und der hinter dir ist ein Freund, oder was? Er ist noch ein Wasser, oder? Nein, er kommt nicht rüber. Besser. War nicht der Plan.
Standardnummer nach. Alter. Töten einfach die Leute. Töten einfach die Leute, ja. Obwohl die gar nichts machen, Alter, wie gemein. Das ist einfach bodenlos. Was war denn, ne? Jetzt der andere? Da steht noch da oben. Okay. Oh Mann, der Baum stört. Ist jetzt einfach zwei Täuschungsbestien. Ja. Fehlt schon mal. Dann muss er mich noch machen. Ja, nice. Geht der jetzt von uns weg? Nee. Okay. Er ist gespotet für einen Schritt. Naja, okay. Ich sag nichts. Voll weg. Another fight. Er ist gleich tot. Let's go. Okay. Dein komisches Schattenvieh nimmt ja keine. Diese Bestien-Gestalt ist ja kein Schaden, oder? Ja. Das bin ich. Was vor mir bist du? Ja. Oh fuck. Kannst du dich bewegen? Nee, das war nach unten. Schade. Ich. Kamera. Sei keine Bitch. Kannst du nicht den Typen und den Dino angreifen? Okay, das wollte ich jetzt nicht. Mich zu treffen. Cool. Okay, ich hab's mir rückgängig gemacht. Den Dino, ja, doch. Ja, genau. Dann vor dir ist auch noch Kevin. Ja, aber ich glaube, der Dino ist heftiger als dieser Kevin. Der ist doch zwischen mir und diesem Neutralen noch. Also wenn der wenn dieses Pure erstmal weg ist, wäre besser, denke ich. Na gut, ich greife diesen Kevin an. Ne, du kannst auch den anderen angreifen. Ich hab... sah gerade aus, als wenn ich Indiana Jones Leiche hier fast gefunden habe. Kann man da reinlaufen? Ne, das war nur dunkle Ecke. Okay, dann geht's oben weiter. Hier geht's weiter. Auf der anderen Seite kommen wir auch noch weiter. Okay, ich gehe erstmal hier weiter. Das oben merke ich mir erst. Ah, okay. Den Alter, krass. Okay, cooler Typ. Aber ist ja nicht schlimm. Paulinchen, heil dich bitte. Hätte ich gemacht. Ich kann gegen den halt nicht machen, Alter. Another step forward. Ja, sonst guck doch erstmal, wenn es geht, zu uns und wir protecten dich ein bisschen. Nee. Dann Verbündeten bin ich im Vorteil. Aber es wäre nicht vom Vorteil.
Nie so wirklich. Und hier links dieser Wayland mit 52. Ich liebe den Feuerelement. Nothing important is ever easy. Naja, der wird jetzt hier weiter angreifen. Dann. Aber kannst du dem ein bisschen mehr Schaden, also prozentual gesehen, mehr Schaden geben? Your choice. Darf eine Runde, Zähne ist auch nicht verkehrt. Nee, der kommt nicht hoch. So. Nice. Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ja. Bitte. Can't even catch my breath. Survival is all that matters. Aber deine Täuschungsbestien können sich da irgendwie nicht bewegen, ne? Die sind nur dazu da, um... Nee, die waren ja noch nicht dran. Nee, die waren noch nicht dran. Können eigentlich auch ganz normal angreifen. Haben wir abgebrochen. Stimmt, warum in der Anzeige sehe ich gerade den ersten ist erstmal... Ach, hinter dem alten auch nochmal, okay. Aber bis jetzt haben sie nicht wirklich angegriffen. Deine Täuschungsbestien. So, soll ich den Typen vor dir angreifen oder den Köter? Kannst angreifen, wenn du willst, aber geh ein bisschen weiter weg. Hey, der stand doch gerade noch, jetzt ist er da. Nee, mit dir geredet, Jusen. Ach so. Mach mal den Köter. Der ist gefährlicher. Man kann's. Ah, shit. Das hat er mir nicht angezeigt. Neu. Der ist verlangt, würde ich sagen. Na, schade. Nein, nice und schade. Ist eine gute Kombi. Oh! Alter. Das Nice kam zurück, glaube ich. Drei Angriffe kannst du machen? Bis zu 28 Schaden. Na, krass. Das ist auch sehr geil. Nice, Digi. Gut, dann gehe ich jetzt noch da oben lang und danach muss ich durchs Portal. Mal gucken, wo ich dann wieder rauskomme. Aber die Kämpfe sind hier alleine echt gut gelaufen. Die Gegner, die ich getötet habe, wenn ich weit weg bin und wieder hinlaufe, die stehen einfach alle kurz und fallen dann wieder tot um. Hammer. Okay, die sind wirklich nur zum Tanken da. Die kann ich ja. Obwohl, hä? Nee, ich habe aber einen Angriffsspell. Aber der hat die gerade übersprungen, ja gut. Säckchen. Nice. Oder ich kann so oft angreifen, wie viele Kopien ich habe. Ah, das kann sein. Das wäre natürlich heftig, Alter. Was ist denn das hier für ein Grafik? Was ist denn hier? Warum kann ich von hier hoch? Nee, das ist doch viel zu schräg, oder? Für was habe ich denn Fliegen, wenn ich es nicht benutze, ne? Mann, guck. Dass ich keinen wegkillern. Kacke. Na, dafür machst du nicht genug Schaden. Ey, komm, ich habe die beide betäubt. Ja. Und auch gut Schaden gemacht. So richtig. Ich darf mich mal nicht als Blue jetzt die ganze Zeit da, bitte. Oh. Die Frechthexe. Du bist eine Frechthexe. Mann, ey. Warum werde ich denn nicht im Vorteil gegen die Typen, Alter? Das nervt mich so hart. Okay, jetzt dann. Ich kann nicht im Vorteil sein. Oh, ein Ring.
Mann des mystischen Halunken. Illusionsbeschleunigung. Wenn du eine Kreatur mit einem Waffenangriff getroffen hast, kannst du als Bonusaktion Illusion oder Verzauberungszauber wirken. Das ist sogar nicht schlecht. Zwar nicht für mich, aber... Da ist ein Dran. Ja, bleibt meinem Schaden noch übrig. Bis ich im Vorteil bin. 24 Kill. Kann ich nur auf dich vertrauen, David. Schade. Ich vertraue mir nicht mehr selber. Was jetzt? Diese Mauer. Nein, gut. Mal gucken, ob ich es überlebe. Weiß ich nicht. Hey, denn den Fliegenzauber, ne, Leute, den können wir die ganze Zeit einsetzen. Das heißt, eigentlich kann ich mir Nebelschritt jetzt auch sparen. Also auf jeden Fall den Zweiermuster töten. Aber ich glaube, durch Fliegen kann man auch springen und so weiter alles ersparen. Richtig. Weil es geht immer, es ist einfach Bewegungsrate nur, das ist eine normale Bewegung. Und man braucht dafür nichts opfern. Für Nebelschritt muss ich ja immer noch eine Zauberstufe 2 opfern. Da könnte ich mir einen anderen dann später reinnehmen. Du brauchst dich ja gar nicht mehr anders bewegen, Alter. Nice. Boah. Jetzt sind nur noch 2 Gegner. Drei. Der Dino mit 3 Leben liegt dort. Hier war jetzt aber nichts, ne? Wir sind ein paar runtergelaufen. Da hinten waren wir. Da ist noch eine dicke Kiste. Und ich kann sie nicht knacken. Ich bin, glaube ich, jetzt erstmal safe. Achso, Alex, die Viecher kann anscheinend nur testen. Verstand, die können nur angreifen, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Obwohl, nee, hier ist ja ein Gegner. Kannst du mich angreifen. Vielleicht haben die sowas wie einen Gelegenheitsangriff. Wenn sich ein Ziel in deiner Angriffsreichweite bewegt, kannst du einen Schlag anbringen. Ah, okay. Ich muss gleich mal überlegen, wie ich das Schloss hier geknackt kriege. Da bräuchte ich einen Dietrich für, war, weil ohne Werkzeug geht das ja nicht, war Alex? Ne, genau. Musst du einen Dietrich bei mir rausnehmen. Den kannst du aus dem Inventar nehmen von. Ja, so bei mir rausnehmen. Wo sind die denn? Da, Dietrich Werkzeug. Beende einfach usen. Hast du jetzt angegriffen? Ja. Bricht das einfach, muss ich immer wieder klicken oder was? Ja. Was musst du immer wieder klicken? Na, ich brauch doch bloß gegenklicken und er benutzt das, oder? Ja. Alter. Das kann bei mir ewig dauern. Versuchen bald zu diesem Compiler. Ne, jetzt höre ich auf. Ich habe jetzt noch. Er sagt immer noch 23. Ich habe gedacht, die brechen ab. Ne, nur bei einem Fehlschlag. Er sagt immer nur verschlossen. Achso, nee, du musst rechts. Ja, dann musst du rechtsklick und Schloss knacken. Danke. Ah. Hab ich mir da wie ein Idiot angestellt. Nein, ah, oh, das war. Okay. Egal. Aufheben. Los knacken. Right tool will do the trick. 20. Oh, Scheiße. +1, 20. Nice, hat funktioniert. Mega. Oh. Alter. Das sieht aus wie ein Stab von Neptun, Alter. Legendär. Not bad. Not bad. Ich
glaube, da habe ich was Dickes für jemanden gefunden. Ob nun für mich selbst oder für jemand anderen. Aber das hat sich gelohnt. Die Dino-Exkursion hat mir mega gefallen, Alter. Gleich Turok-Vibes her. Richtig geil. Dann komme ich jetzt mal raus. Und bin... Kannst du mich mal streichen? Wieder am Zirkus. Aber es hat sich mega gelohnt. Oh, also eine legendäre Waffe. Dann komme ich jetzt aber erstmal zu euch, oder? Kann ich da überhaupt hinkommen? Oder seid ihr gerade fertig? Wir sind gerade fertig. Achso, okay. Das ist genau dann fertig geworden, wo wir jetzt auch fertig sind. Ja, cool. Jetzt könnt ihr euch immer den Stab bei mir im Inventar angucken, ob den gerne jemand haben möchte. Soll ich mal speichern? Kannst du auch gerne machen, ja. Ich muss auf jeden Fall mal auf Toilette flitzen. Reizsack vielseitig. Also ich kann ihn nicht nehmen. Aber vielleicht für die anderen. Mal der Ring da drüber ist auch neu, Alex. Der war auch noch interessant. Das sind aber die einzigen zwei groß interessanten Sachen. Das kannst du als Bonusaktion Illusions- oder Verzauberungszauber wirken. Ja, kann ich eh nicht. Also. Wäre wohl doch wieder was für mich, oder? Obwohl es halt die Frage wäre, ob ich den halt nehme. Weil es ja, wenn du eine Kreatur mit einer, mit einem Waffenangriff, das heißt wieder Nahkampf, benutze ich ja nicht. Das heißt, ich muss ihn erstmal mit dem Stab hauen, damit ich die Bonusaktion kriege. Ist zwar cool, ich kriege eine zweite Aktion, aber ich mache mit dem Stab, wenn ich zuhaue, nicht viel Damage. Ich mache ganz viel Schaden. Oder zählt als Waffenangriff auch, wenn ich, weil mein Zauberstab ja einen Feuerball zaubern kann. Da steht Angriffswurf. Also müsste das ja auch zählen, ne? Also ich könnte den Dreizack nehmen. Der Chin ist übrigens wieder da mit seinem Glücksrad. Kann ja gleich noch einer versuchen. Ja, na, nimm mir, David. Also ich denke mal, der würde für dich vielleicht mehr Sinn machen als für mich. Oder? Weil es ja halt wirklich auch ein Stab zum Zuhauen ist und nicht ein Verzauberungsstab, oder? Ne, ja, ist ein Dreizack. Und bei dem Ring? Ich hab mir auch schon angeschaut, aber mir bringt er auch nichts. Und bei dem Ring, David? Also wenn du halt ein, wie gesagt, da bin ich auch gerade im Überlegen, wenn du einen Waffenangriff machst, also das heißt eigentlich mit einer Waffe zuhauen, aber ich weiß nicht, ob beim Stab auch Zaubern zählt, kriegst du halt eine Bonusaktion in Illusions- oder Verzauberungszaubern, die du noch nutzen darfst. Müsste man halt gucken, was ich noch nicht habe, wa? Obwohl, steinerne Wand habe ich noch nicht. Das ist schon mal geil. Das Feuerding, das kann ich schon. Aber da muss ich halt immer durchgucken. Hast du noch einen Händler gefunden, Alex? Bis jetzt nicht. Okay. Ich nehme mir die Zaubersprüche schon mal raus. Ja. Obwohl, warte, die ich dir drin lasse, die kannst du verkaufen. Jo. Hand der Steinhaut. Da bin ich mir gerade unsicher, ob ich den schon gelernt habe. Hast, habe ich schon. Das habe ich dir noch reingepackt mit den Zeitlupen und so. Aber das kannst du vielleicht auch selber brauchen. Ja, Steinwand kann ich auf jeden Fall noch nicht. Ich bin in einer Cutscene. Ja. Wir sollten das mal alle nacheinander machen. Jeder poltert hier in irgendeine Cutscene rein. Now, if you'll excuse me, I've got a dead high priest to see to. Slowly. Logan was a good man, if naive. He deserved better. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. Hat die gerade gesagt, Logan ist ein Typ mit Messern? Ich hab das nicht gelesen. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. Logan war ein guter Mann, als sie sagt, der wurde von Flüchtlingen getötet. And all we get is nothing but a good man to bury. Ich hab gehört, das wäre eine Anspielung auf Wolverine, weißt du? So ein Typ mit Clown hinten. Logan.
Ja, ich weiß, aber ich habe erst gedacht. So, mit Oma. Das Geld von Alex, wo hat er sein Geld? Da. Packe ich mal meins noch oben drauf. Geh runter. Flup. Dann kaufe ich gleich wieder da. Die Zaubern. Flup, flup, flup. Warum kann ich ein böser Blick kann ich nicht kaufen? Ah, Stufe 6. Ja, logisch. Lerne ich ja erst noch. Dann hebe ich den noch auf. So, Alex, Geld ist wieder bei dir drin. Und ich kann dir theoretisch noch ein paar Sachen rübergeben, wenn du dann wieder Platz hast. Ich habe noch ein paar Rüstungen und ein paar Äxte und so. Hier die Giftresistenz und Schwachsinn brauchen wir auch nicht. Das kannst du ja eigentlich auch verschweigern. Ich habe doch so einen Trank des Federfalls, glaube ich. Naja. Was ist denn jetzt los? Ah, mein Bildschirm ist ausgegangen, oder? Wo ich gerade auf Klo war, hat er angezählt. Ja, alles klar, Leute. Ich habe mich gerade erschrocken. Schön. Okay, ich habe einen ganz seltenen Vogel gefunden. Kannst du den fangen oder auf was willst du jetzt hinaus, Diggi? Ne, ich kann mit dem quatschen. Okay. Ist noch nicht, ob es so bringt. Ach ne, ist eine Katze. Okay. Mann, das will ich doch alles gar nicht zusammennehmen. Jetzt hör doch mal auf hier. Oh, ich hab's geschafft. Nice. Hier ist ein Bug. Machst du Usen, unterhältst du dich auch einfach mit allen Leuten, die da rumlaufen, oder was? Nee, ich hab ein bisschen was verkauft. Achso. Hab erst 1082. Und den ganzen Bums ist er verkauft. Soll ich dir noch was rüberschieben, Jugend? Ja, ja, dieser Popper, wie ich vorhin erwähnt habe. Dann würde ich dir noch was rüberschieben, Digi. Was willst du mir rüberschieben? Ne, der hat keine Kohle mehr. Ich habe den Rest los ausgegeben. Der hatte nur 1000. Na, aber was hat denn der? Nichts wirklich Wichtiges. Hat der Elixiere? Der hat Elixiere, ich kann noch mal reingucken, aber... Keine so krass, also die wir auch selber Häuser. Schon haben. Ja, aber les mal vor, was der für Elixiere hat, ja, bitte. Mach ich. Geh mal wieder vor den Zirkus. Ich erstmal, der ist ein bisschen euphorisch gerade. Okay, also er hat Elixier der gleißenden Resistenz. Elixier der Kampfmagie macht. Trink dies, um die Wirksamkeit deiner Zauber zu erhöhen. Du erhältst 3 Arkane. Warte. 3 Arkane Sinnes. Okay. Und was hat Dildo gemacht? Das kann ich gerade nicht weiterlesen. Er hat Dings gekriegt. Trinke dies, um die Wirksamkeit deiner Zauber zu erhöhen. Du erhältst 3 Arkane Sinnes. Schärfe ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixier. Dein Elixier der nekrotischen Resistenz. Erklärt sich ja schon selbst eigentlich. Resistent gegen die nekrotischen Schaden. Elixier der Wachsamkeit, das kennt ihr, glaube ich, oder? Ja, das kennt ihr schon. Denn, das fand ich ganz cool, Elixier der Wolkenriesenstärke. Erhöht deine Stärke auf 27, bis du lang rast. Ja, nice, genau das meine ich halt. Soll ich das kaufen? Ja, warte, ich komm zu dir. Dann gibt's noch Elixier des Hellenmuts. Erhalte 10 temporäre Trefferpunkte und werde gesegnet. Alles gut, du kannst auch rausgehen, dann mache ich das. Guck mal durch. Und der Unsichtbarkeit gibt's noch. Halt das Gedankensehens.
Okay. Hier bei diesem Mr. Popper. Hm? Steh neben dir. Wird aber auch gar nicht als Händler angezeigt. Auch interessant. Ich hab den einfach hier gesehen zwischen den ganzen Waren, dachte mir, okay, Quatsch, ich fass zu dem mal an. Der hat auch Sachen zum hä? Na, für Alchemie. Ah, okay. Aber Kohle hat er nicht mehr. Ich habe den eigentlich relativ schon leer gemacht. Naja, aber wenn ich die Alchemie-Sachen kaufe, dann hat er ja wieder Geld. Wieder Kohle, klar. Aber nicht genug, damit wir jetzt noch den Rest verkaufen können, ja. Sind aber auch noch Kleinigkeiten. Sehr schön. Wolkenwiesen. Wachsamkeit kann ich, glaube ich, selber herstellen. Ah, hier, das hier ist auch gut. Überlegenes Elixier der Arkan-Kultivierung. Aber ich glaube, das ist für Peiler uninteressant, weil das ist ein Überlegen. Andere Elixier. Dritter Grad. Doch, das ist wieder interessant. Ja, aber. Muss halt nicht, aber ja. Wäre sonst ganz gut. Du nimmst gut. Ja andere Elixiere als das. Ja, na, ich habe verschiedene. Aber ich habe auch. Es ist kein Trank, ne? Kein Trank der Arkan-Kultivierung, sondern Elixier. Das heißt, er kann es nur einmal machen und. Ja, du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des dritten Grades bis zur langen Rast. Mhm. Aber wenn ich alle meine Zauber dritten Grades verballert habe, kann ich mir auch ein anderes Elixier reinballern. Ja, ich weiß aber nicht, ob sich das stackt. Muss es ja nicht. Das kann ja wegfallen, wenn ich alle Level 3 Zauber verballert habe, dann nützt mir das ja danach dann eh nichts mehr. Ich habe ja nur einmal extra dazu bekommen und dann kann ich auch einen anderen machen. Ich kann es kaufen, kannst du probieren. Aber nur, wenn es nicht zu teuer ist, sonst lass es erstmal lieber. Hab schon gekauft. Okay. David, ich habe mir diesen Speer genommen, den du bei dir hattest. Du hattest den Peiler auch erwähnt hatte, ne? Den Dreischalter. Der sieht ganz cool aus. Zwar habe ich dann diese Rundum-Attacke nicht mehr. Aber dafür besseres Zeug. Durchbohrender Schlag ist ganz macht geil. Macht der mehr Schaden? Ja, ein Plus. Ja, wie viel macht er denn insgesamt bei dir? Na, 8 bis 21. Normalen Schaden. Genau. Was hat das bei meine dir gemacht, Waffe davor David? Hat, davor die Waffe hat 8 bis 20 gemacht. Das ist jetzt nicht so der Unterschied. Ich hab bloß die Frage, ob du oder David den halt eher brauchen. Bloß wenn David sich dauernd in ein Tier verwandelt, dann greift er damit ja eh nicht an. Dann wäre der für Yuzen vielleicht auch nicht schlecht. Genau. Ja, kann Yuzen auch nehmen. Yuzen, du musst den Speer probieren. Speer nehmen, wenn du willst. Oder probieren einfach aus. Nee, ich hab ja eh überlegt, ob ich das singende Schwert behalte oder den Dreizack nehme. Aber der Dreizack hätte halt mehr Schaden gemacht, aber dann behalte ich einfach das singende. Weißt du? Das Schwert ist ja auch nicht schlecht. Nice. Sehr gut. Ich habe viele schöne Sachen gekauft. Using den Dreizack, den musst du halt immer werfen. Oder möglichst. Ist auch nicht, was hier unten noch ist. Echt? Hm. Ich bin nicht so für werfen. Ne, nimm du den lieber. Der kommt aber zu dir zurück, Yusen. Ja, aber ich will lieber Nahkampf machen. Na, machst du doch mehr oder weniger. Du kannst ja mit dem auch einfach angreifen. Nur wenn du nicht rankommst, kannst du den. Ja, genau. Im nächsten Kampf, und wenn er nichts ist, dann tausche mal den wieder um. Ich muss ja auch die Ringe und so ausprobieren. Da oben geht noch ein Weg lang, da kann ich mal noch gucken. Warte, der geht runter. Geht's denn dahin?
Da geht's ans Wasser runter. Okay. Wie gesagt, der Plan mit dem Brunnen ist halt auch noch da, ne? Ja, aber wir wollten ja eigentlich erstmal so ein bisschen verkaufen und die Stadt aufdecken. Wir haben ja immer noch nicht alles verkauft. Wie sieht's denn jetzt bei euren Spells aus? Müssen wir jetzt nochmal eine lange Rast machen oder eher nicht so? Also wenn, dann wäre mir eine kurze Rast lieber, ehrlich gesagt. Na, ich könnte mit den Sachen meine fast wieder auffüllen. Außer den Stufe 5. Und dann hätte ich wieder soweit alles andere. Also meinetwegen auch nicht unbedingt. Muss die Sachen ja auch mal einsetzen. Oh, was geht denn hier alles? Hier ist ein Schiffswrack und alles. Ah, ich glaube, ich komme mal zurück zu euch, oder? It's the Elden Ring. There's something happening to it. Das gucken wir uns hier unten mal alles zusammen an, würde ich sagen. An der Küste. Die ganzen Schatztruhen, das ist mir auch alles lieber, wenn Alex das macht. Da das Alex hier packe ich dir rein, Peiler. Mhm. Also der Strand ist Richtung Nordwest, ja, Alex. Wo ist das da? Falls du hier unten noch nie warst. Der ist, wie gesagt, genau vor dem Tor, wo du abgewimmelt wurdest, links. Ja, da war ich, glaube ich, noch nicht. Da links runter. Ah, das sieht sehr interessant aus da unten. Können wir vielleicht auch mal irgendwann reinschnuppern. Yuzen, du hast dein Inventar gesperrt, ja. Müssen wir nochmal entsperren. So, oder was? Ja, okay. Gut, hier sind wir einmal rum. Okay, hier oben auf dem... Aber das sehen aus wie Felder, war ich noch nicht. Und sonst eigentlich nur noch nach da unten laufen. Weil, weißt du, bei dem Zwerg, mit dem du vorhin kurz gesprochen hast, mit der Spende, da ist halt noch eine schwarze Ecke. Aber alles andere habe ich aufgedeckt. Hab keinen Händler weitergefunden. Denke ich. Oh, warte mal, da oben könnte es auch noch weitergehen. Okay, hier ist eine Mühle. Liegt es daran, wenn man hier immer weiter das aufdeckt, dass es wieder bebt? Habe ich das Gefühl, oder? Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Sein. Oben bei der Mühle gibt es eine Wahrnehmung, wenn man hochläuft. Ich wollte eigentlich... Ich bin jetzt hier. Ich wollte eigentlich da oben lang. Ist irgendwo hier, oder? Jetzt bist du wieder bei uns, oder? Nee. Wo bist du denn, Peiler? Ich bin auf der Karte gerade im Osten gewesen. Beim Gru-Lager. Und laufe jetzt wieder nach oben Richtung Norden, weil da neben dem Tor wohl auch noch ein kleiner Weg lang geht. Bin ich jetzt schon mal vorbeigelaufen? Nee, noch ein Stück vor. Und dann rechts runter. Jetzt auch noch weiter. Ja, kommt man auch zum Strand runter. Bloß von der anderen Seite. Sieht ja auch sehr interessant aus. Vielleicht. Ja, nee. Ich glaube, so gut können wir kein Parcours. Kann man so einen kleinen Sprung einlagen. So sehr. Oh, da ist eine Kiste. Ja, das sollten wir uns auch mal direkt zusammen hier unten angucken. Also links und rechts von dem Tor, wo Alex nicht durchkam, kann man auf jeden Fall noch runtergehen, Strand erkunden und looten. Wo ist denn Jolene eigentlich? Weg. Bin im Lager. Ich glaube, den Rest hat man großteils. Bin nur gespannt, was hier unten noch ist. Ich weiß nicht, ob hier noch was hinter ist. Ich glaube aber nicht, aber dann...
Noch einen Händler gefunden, Jusen? Nope. Fuck. Hast du da wieder eigentlich Händler im Lager, Alex? Ich kenne Händler. That'll make a great headline. Okay, das ist so gesagt das Tor und dahinter kommt dann bestimmt die, die größere Stadt, oder? Outraged. Hast du es gelernt, ja? Ich? Ja, du hast die Riesenwolkenrezept gelernt, dieses Elixier. Ja, genau, hab ich gehört. Geschafft und auch gut was vor uns. So. Ich hab dir 3 von den Bluetooth-Dingern gemacht. Oh, sehr geil. Kannst du bei mir rausnehmen, Jusen? Mach ich gleich bereit in der Cutscene. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. Es gibt sogar Drag Queens. To use such a woeful dribbles impersonator, why it's downright rude. Vielleicht ist er doch einfach eine sehr männliche Frau, Pilar. If that's your idea of fun, darling, you and I are going to get along swimmingly. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Ist klar. Klassischer Dieb. Ja, ich mach's drittens. Even better! Corpses are wonderful employees. They aren't picky about things like working from home or eating. Yeah. Weil sie jetzt echt diesen typischen, komischen Typen suchen, oder was? Warum nicht? Ja, warum nicht? Quest ist Quest. Und Erfahrung. Huh. I can respect that. Alle Quests, mit denen wir eigentlich so gehen. Wir werden eh nicht alle schaffen. Schafft man ihn. Ancient. I have seen stars explode and civilizations fall. Along the way, I happened across items of such power that would make you weep with awe. Find my Dribbles. You won't be disappointed. Da sind echt viele Glitches im Moment drin.
Ja, der Dude, der da gerade im Hintergrund rumgelaufen ist, der hat sein Schwert in der Hand gehabt und es ist That's jedes Mal durch seinen Oberschenkel darling. Durchgeglitscht und wieder vorgeglitscht. I look after those who make me happy. Good luck and thanks ja. ever so much. Ist jetzt nicht ultra schlimm oder so, aber ein bisschen hautet einen aus der Immersion schon aus, wenn man alle paar Minuten Glitch um die Ohren kriegt. So, wenn man die lange Liste der Bugfixes gesehen hat, da fühle ich mich irgendwie so. Ist das keine Kritik jetzt oder so, aber ein bisschen verarscht manchmal. Habt ihr die drei Blutlos-Dinger drin gepackt, ne? Ich danke dir. Jo, das ist halt jetzt die Frage. Wenn wir jetzt nicht weiter verkaufen können, wollen wir links und rechts noch oder auch beim nächsten Mal runterlaufen, bevor wir in den Brunnen da springen, damit wir, denke ich mal, durch den Brunnen, ich schätze es jetzt einfach mal, hinter die Tore kommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Brunnen und gehen da runter. Na, aber da kommen wir so demnächst nicht mehr hier zurück. Ich würde schon links und rechts den Strand mitnehmen, weil ich da halt auch Truhen und Kisten hier sehen habe. Wäre blöd, wenn man das liegen lässt, dann sammelt man das ein und dann merkt man so, naja, hätten wir vor 20 Stunden Jute brauchen können. Mit dem Dreizack war ja auch nur ein Zufall. Na gut, dann gehe ich da jetzt einfach runter. Warte, Rufus, Falter. Also da habe ich schon irgendwas aufgedeckt, wo du gerade lang gehst. Können wir ja trotzdem nochmal gucken. Also wo ich hier unten war, die Kisten und alles, die war, da hattest du nichts rausgenommen. Deswegen gehe ich auch mal aus, dass du weiter hinten nichts rausgenommen hast. No, kann sein. Mal schauen. Was mit David? Der ist gerade nicht da. Might be useful. Stanlane is dead. This does not bode well. Ich glaube, hier ist ein Geist. Da ist hier mal voll in den Steg reingekracht, würde ich sagen, war Leute. Da hat er wohl im tiefen Nebel nichts mehr gecheckt und gesehen. Ich habe nur Boom gemacht. Weil alles die ganzen Stufen, Meuchel und Balsam stehen hier. Wo denn? Ja, okay. Box. Auf dem ganzen Weg hier. In der Altrix siehst du die. Achso, die Pflanzen. Ne, die habe ich stehen lassen. Ja. Das stimmt. Da habe ich jetzt ja nicht mehr so drauf geachtet. Brauche ich für Alchemie die Pflanzen? Ja, ich weiß. Hatte durch, dass ich ja weiß, du lootest gerne. Passt das schon. Also, extra für mich stehen lassen, sagst du. Naja, du musst ja auch ein bisschen was zu tun haben. Sonst wird dir langweilig. Das ist richtig. Ja. Wusste ich doch. Tut dir was, Judith, mit. Danke dir. Ja. Immer gern. It's the Elder Brain. There's something happening to it. Also, kriegt ihr auch so oft diese Nachrichten? Ja. Das geht ja langsam ein bisschen auf den Sack. Okay, hier oben ist Wahrnehmung und eine Kiste, die du öffnen müsstest für mich. Und unten komme ich nicht rein. Ich muss erstmal die ganzen Pflanzen einsammeln. Kurz Moment. Also, ich guck mich erstmal weiter um. Wenn du hier bist, dann passt das schon. Nach da vorne gehe ich nicht, da ist ein Nebel. Da traue ich mich erstmal nicht alleine hin. Dann gehe ich mal noch. Achso, Alex ist schon da. Also, da oben, Alex. Und den Nebel da an der Seite gehe ich nur mit euch zusammen. Andere Seite durch den Brückenbogen, wo wir rüber wollten. There's a trap. Eine Falle usen. Da können wir auf der anderen Seite auch noch gucken gehen. Und was Gutes drin? Ist was Gutes drin? Jetzt mein Schärf, dann entspann dich. So, jetzt so. Ein Pirat.
Wenn einer deiner Zaubertricks Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schall bewirkt, füge deinem bewirkten Schaden deinen Zauberwirken-Modifikator hinzu als Halskette. Wie viel denn? Na, dein Zauberwirken-Modifikator. Oh. Weiß ich nicht, wie viel das ist. Mal den dann nachgucken. Keine Ahnung. Will ich jetzt auch nicht. Muss ich denn wohl mal googeln? Da liegt noch Fisch. Und kriegst du Schaden, Jusen? Ne, da war halt was mit Wahrnehmung. Hm. Hier hinten geht's auch noch weiter, liegt auch noch eine Leiche. Okay, Pfeiler. Be wary. This place is eiskalt ist er. Hier sind irgendwelche Fallen, ne? Einfach durch. Oh, da lebt noch einer. Ist jetzt wieder da, David? Da wieder? Denkt man nicht echt. Was ist noch Fall? Nur bei Jusen. Er ist noch nicht durchgesprungen. Können wir mit dem Dude hier noch reden, der einen Lebenspunkt hat? Oh, dann los. Unser Heiler ist zwar nicht da, aber... Oh. Come to finish the job. Ist auch so langsam auch die letzte Aktion, oder? Ja, heute machen wir durch. Nee. Na doch. Nee. Doch? Nee, 23 Uhr. Doch. Ich glaube, dieses Bett hat auch was dagegen. Mhm. Ich glaube, ich kann bis Mitternacht machen, sagst du. Können wir machen, sie ist krank geschrieben. Jetzt 20 Stunden. Pick the wrong fight. Nee, aber. Lass erstmal warten, bis David hier ist. Was ist das für ein Achso, du kriegst schon. Gods, it hurts. Help me. Please. Was ist zu heilen? Du kannst doch auch heilen, oder? Keine Ahnung. No. It's too late for that. No potion or spell can fix this. Get this blade out of me. Use it. Kill me. Ja. Kill me now. Ja. Good in. Ja, Tristan ist auch nicht schlecht, stimmt schon. Mann, der Typ soll leben. Warum will er denn sterben, Alter? Kannst du nicht verhindern, dass er stirbt. Ist jetzt nur die Frage, wie er stirbt. That's it. Gibt Sterbehilfe. I'm ready. Bin ich generell dafür. Schönes Messer. Ich bin ja trotzdem bei ihm. Ja, warum? Okay. Ey, also, das war ja ein bisschen übertrieben. Ja, das war ein bisschen too much, finde ich, ja. That's the best you can do. So weak. Ich hätte den Kopf abgeschlagen, aber das war ja einfach okay. War wieder sie. Wieder. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's Stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. He will sniff out your mercies, drag them forth, and use them to dress his atrocities. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? Ja, was will sie? Ist echt eine gute Frage. Die spielt ihre Spielchen.
sind so Freunde. Aber ich glaube, ihr gefällt auch nicht, dass wir meistens den mittleren Weg gehen. Magst du den mittleren Weg nicht oder was? Keine Ahnung. Ich frag mich, ey, das geht hier übel viel weiter noch auf der Seite und man kann auf der anderen Seite ja bei, wo wir nicht rübergekommen sind, bei dem Tor auch noch weitergehen, Alter. Aber das ist doch erst... Ich würde jetzt nicht allzu weit weg von David rennen, ehrlich gesagt. Naja, eigentlich stehen bleiben. Ich glaube ich auch erstmal. Wir können ja dann noch wieder zurückgehen. Von mir aus. Oh, David kann doch auch der nächste Mal herkommen und dann gehen wir hier einfach weiter. Gucken, was hier noch kommt. Die Wege gehen bis da hinten nur übel weiter und da kommt auch noch ein Schiff. Und das leuchtet unten leicht grünlich-schwarz. Also ich denke mal, da kommt noch was. Von mir aus können wir das machen, ja. Ja, bevor wir durchs, also durchs Tor gehen oder mehr oder weniger, ne? Also in die große Stadt da nach hinten, man sieht es ja schon hier in meinem Kamerawinkel. Sollten wir, finde ich, unten den Strand links, rechts noch machen. Okay. Vielleicht haben wir auch Glück, dass wir dadurch, denn wenn wir wieder zurückkommen, die Händler wieder Geld haben. Ja, kann sein. Alter, wie schafft es David immer am wenigsten Erfahrungspunkte nur noch zu haben? Das nervt mich, Alter. Ich bin auch noch gut dabei, aber ihr beide braucht eh noch ein bisschen länger mit Erfahrungspunkten. Ich habe am wenigsten, Digga. Ja, ja. Ich habe 800 noch weniger als David. Du hast auch weniger als David. David hat am meisten Erfahrungspunkte. Die restlichen hebe ich mir erstmal auf. Nee, nee, nicht die, die er geschafft hat, sondern die, die er noch braucht bis zum nächsten Level, das meine ich. Ja. Da sind nur 200 knapp zwischen mir und David. Ich hab doch am wenigsten. Nee, ich hab am wenigsten, Digga. Ich hab nur 7900. Aktuelle Erfahrung. Wo du Türen eintreten kannst, ich versteh's nicht. Ja, wer weiß. Da läuft doch irgendwas schief. Ah, ich bin halt nicht so oft inspiriert wie ihr. Ich auch seit lieber gerne, ja. So, aber wir brauchen David, um speichern zu können und so, ne? Mhm, das stimmt schon. Aber so gibt's ein automatisches Speichern. Hab mal die Fallen weggemacht. Wenn ich die Tränke in den Rucksack stecke, habe ich sie ja trotzdem noch. Cool. Wollte mein Taum mal ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, lauf mal nicht so weit, Jolien. Nicht, dass ein Kampf auf nur anfängt und wir können dich speichern. Alles gut. Oh! Ist der wieder da? Och nee, die wollte ich dann nicht. Windows hat schnell gespeichert. Okay, also wir haben schon mal gespeichert. Was denn los, Peiler? Aus Versehen meine Zaubersprüche in den Rucksack gestopft. Das wollte ich nicht. Ich wollte ja nur meine Tränke reinstecken. Aber trotzdem, David, bist du wieder da oder nicht? Anscheinend nicht. Nope. Aber es wurde gerade gespeichert, also wäre es jetzt nicht das Schlimmste jetzt hier. Lassen wir es so, Leute. Feierabend zu machen. Genau. Das tun wir. Na dann, meine Lieben, war wieder ein Fest mit euch. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Ist ja heute echt viel passiert. Im dritten Akt sind wir endlich richtig angekommen. Stehen mehr oder weniger vor, ja, kann man schon sagen, Baldur's Gate durch die große Stadt. Naja. Ja, mal gucken, ne? Genau, dann schauen wir, was beim nächsten Mal passiert. War auf jeden Fall lustig, eine tolle Runde. Bleibt gesund und munter, ihr habt euch wohl. Wenn ihr Bock habt, schaut noch bei SMG präsentieren vorbei auf YouTube. Und dann sehen wir uns am Donnerstag auf jeden Fall. Ob wir Baldur's Gate spielen, lasst euch mal überraschen, wenn alle Zeit haben, bestimmt. Was ist natürlich Polen am Donnerstag?
Ach ja, stimmt. Aus ihr, Bohlen, ja. Ihr geht ja Bohlen, ja, scheiße. Ich habe ja erst so spät Schluss. Ich hätte es gerade so noch an den Rechner geschafft. Nee, wenn wir Donnerstag auf jeden Fall was anderes zocken, denke ich mal. Weil zum Bowling schaffe ich es nicht. Gleich wieder da. Ja. Also Baldur's Gate wird nichts, aber es wird auf jeden Fall G-Man live sein. Ja, am Donnerstag. Werden wir mal schauen, was wir spielen. Na, ich verrate euch mal noch nichts. Ihr werdet es dann sehen. Und, Oh, Pat. Wo war das denn gepostet? Okay. Und spätestens am Dienstag geht es dann auf jeden Fall weiter nächste Woche. Müssen wir halt gucken. Ich halte euch auf den Laufenden auf Facebook und Insta. Und jo. Schlaft schön. Bis deine Antenne. Würde ich sagen, oder was, Jusen? Jo, haut da rein. Schlaf gut, haut da rein. Wir sehen uns. Bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns am Donnerstag. Bis denn.